Das kriegen sie vielleicht in den falschen Hals, wenn ich sage, das ist Heineken Death Metal. Dann sage ich, ich kenne die Band nicht, aber ihr seid Heineken Death Metal. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Menschenverachtenden Untergrund-Podcasts. Mein Name ist Adrian von Tod gehört und mit mir dabei ist der gute Andi. Hi Andi. Hi Adrian, guten Abend. Mal wieder, hast du die Leber gut erholen können vom Wochenende? Ja, tatsächlich. Obwohl ich gestern noch was getrunken habe, ein Getränk. Ja, wir hatten noch das Bier. Wir hatten gestern noch hier, also so hier diese Fertig-Gin-Tonics aus der Dose. Da haben wir uns jeweils, meine Freundin und ich, noch eins getrunken beim Fernsehgucken gestern. Ich liebe ja diese Dosen. Ne? Ich weiß nicht, ob wir das schon mal thematisiert haben. Ich bin da Riesenfan. Ich fand die früher, also weiß ich nicht, so als rebellischer Jugendlicher, weil sie sind ja verhältnismäßig echt viel teurer, als wenn du dir einfach eine Flasche von irgendwas kaufst und was zum Mischen. Fand ich das immer total dumm. Mittlerweile liebe ich die Dinger, weil sie 2, 3 und du kannst richtig gut reinstarten. Ja, das stimmt schon. Und die sind auch erstaunlich stark. Oh ja, das stimmt. Ja, aber ich finde die gut. Es gibt inzwischen auch günstigere Alternativen. Anfangs gab es die ja wirklich nur von den teuren, also hier von ja. So Jack Daniels oder Jim Beam oder Bacardi, so. Gab es eigentlich auch schon recht früh. Ja, genau. Ich sage jetzt nicht, dass das besonders hochwertige Marken sind, aber sie sind im Verhältnis teuer, wenn du sie in Dosen mit Cola gemischt kaufst im Einzelhandel. Und jetzt inzwischen, das war jetzt auch Gin Tonic, zum Beispiel dieser Schwarzwald-Gin-Marke vom Lidl. Und Lidl ist das, ne? Das ist eigentlich auch ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Ja, der Schwarzwald-Gin ist absolut nicht kacke. Also den habe ich öfter mal auf Festivals dabei, wenn es sich mal drehen soll. Genau. So, jetzt habe ich aber wieder, um jetzt auch, wo wir beim Thema Budget sind, jetzt habe ich auch hier tatsächlich mal das Paderborner Hell. Letztes Mal habe ich es angekündigt. Heute habe ich es dann auch tatsächlich dabei. Es hat mir beim letzten Mal nicht so gut geschmeckt. Ich bin mal gespannt, wie es mir heute mundet. Ja, wir sind gespannt. Nach dem letzten Mal mache ich heute auch wieder Experimente, allerdings wieder mal kein österreichisches Bier. Ich schaue aber beim Whisky durch. Ich habe mir wieder mal einen Whisky eingeschenkt, auch sehr ordentlich, wie man sieht, einen guten Aberfeldy 12. Aberfeldy 12 sollte eigentlich in keiner Hausbar fehlen bei Leuten, die gern Whisky trinken. Ist, denke ich, eine der bekanntesten Single Malt Scotch Whiskys, die es gibt. Aus der, wer hätte es sich denken können, Aberfeldy Brennerei. Brauerei, genau. Die allerdings, ja, das passiert mir leider ab und zu, die allerdings so gar nicht, glaube ich, für den Aberfeldy bekannt sind, sondern eher für den, ich spreche es garantiert falsch aus, Duers Whisky, D-E-W-E-E-R. Einer der umsatzstärksten Blended Scotch Whiskys, die kennen, wenn wer es mal googeln will, D-E-W-E-R-S, Duers. Duers, keine Ahnung. Whisky steht in jeder durchschnittlichen Kneipe auf der Karte für, weiß ich nicht, 4 Euro wahrscheinlich oder so. Ist eher so ein typischer Blend halt. Was ich aber bei dem Aberfeldy interessant finde, der hat so ein bisschen den Ruf, dass er keinen Kater macht. Und ja, ich darf mir nichts erlauben. Ich habe morgen einen sehr harten Arbeitstag vor mir. Oder was heißt einen sehr harten Arbeitstag? Einen sehr langen. Da muss ich heute mal ein bisschen vorsichtig sein. Ja, und deswegen da keine Experimente. Auf der anderen Seite habe ich mir hier aber ein Bier mitgebracht, das ich auch noch nicht kenne. Kennst du das? Ja, Altenmünster, geil. Altenmünster, urig würzig. Jetzt gibt es im Black Inn bei Fritbergen in Randstadt, da altehrwürdige Rock, Metal, Gothic, Disco, da gibt's das. Daher kenne ich das auch. Das ist sehr, sehr geil. Gibt's auch hier im Ponyhof, aber da gibt's nur die kleinen Flaschen hier in Frankfurt. Aber das ist ein sehr feines Bierchen. Ja, wie die meisten Leute wissen, ich lebe in Bayern, 0,3er Flaschen sind hier nicht willkommen. Mhm. Aber ich habe schon eine Sache gesehen, die ich eigentlich recht unsympathisch finde. Das darf ich immer gar nicht so sagen. Meine Frau hat mir das Bier mitgebracht und die hört diesen Podcast. Da ist Hopfenextrakt drin. Okay. Und ich bin jetzt nicht so ganz so firm in der ganzen Geschichte. Ich weiß, ein Hopfenextrakt ist einfach deutlich günstiger als normaler Hopfen. Aber probieren wir es. Übrigens für die Leute, die das hier nur hören, das Schöne an den Altenmünsterflaschen sind sie sehr aufwendig gemacht mit diesem Plopverschluss und an der Prägung auf dem Glas. Oh Gott. Das wird eine betrunkene Folge. Das hat bei dem Thema heute echt Zündstoff, sage ich euch. Na gut. Das ist die richtige Einstellung. Ja.
An alle, die enttäuscht sind, dass ich nicht geploppt habe. Ich möchte hier mit voller Transparenz spielen. Meine Tochter ist heute nicht besonders gut eingeschlafen und jeder, der Kinder hat, weiß, wenn das Kind dann einmal schläft, dann vermeidet ihr sämtliche unnötigen Geräusche. Einfach aus purer Angst, dass sie wieder aufwachen könnte. Sehr gut, sehr gut. Genau, dann sind wir mal nicht so laut. Ja, Adrian, du kannst so laut sein, wie du willst. Ich trage Kopfhörer. Ich wollte doch die Immersion erschaffen für die Hörer, dass wir nebeneinander sitzen in einem Raum. Immersion, ich bin der Adrian und kenne schwierige Wörter. So, okay, Spaß beiseite. Ja, ich sehe, du hast noch ein paar Daborner da stehen, aber ja. Das ist ein Standard, oder? Das ist das Export von letztes Mal, was ich verschont hatte. Und das ist dann heute noch dran. Jetzt, pass auf, zum Thema Export kann ich auch noch was sagen. Meine Frau hat mir noch ein Bier mitgebracht, das ich auch nicht kenne. Ein Hüttenbier. Genau, ja. Und Allgäuer Hüttenbier aus dem Allgäu. Also steht so viermal Allgäu, nee, fünfmal Allgäu auf dieser Flasche. Also man könnte meinen, die ist ein bisschen stolz auf ihre Heimat. Was ich aber witzig finde, das ist ein Export. Nein. Warte. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Ich halte das mal ganz nah zu mir. Vielleicht steht es sehr kalt. Wenn nicht, schicke ich dir ein Foto. Vielleicht kannst du es dann einblenden. Ich habe gedacht, mach das lieber. Ich habe echt gedacht, ich spinne. Ein Allgäuer Export habe ich dann hier. Unglaublich, oder? Was es nicht alles gibt. Übrigens, weil ich wollte es nochmal nachgucken. Weißt du, wo das Altenmünster auch herkommt? Das kommt nämlich auch aus dem Allgäu. Das ist so hier zwischen Kaufbeuren, Kempten. Grüße hier an Allgäu Doom und den Felix. Und Richtung Kempten, irre schöne Stadt übrigens. Genau, Richtung Schloss Neuschwanstein. Also du hast jetzt hier zwei verschiedene Biere aus dem Allgäu. Das ist gar nicht so abwegig, weil in dem Getränkemarkt, wo das Bier gekauft wurde, da ist das Bier eher nach Regionen als nach Sorte sortiert. Mhm. Was ich immer die geilere Variante finde, ehrlich gesagt, weil ich kann schon gerade noch auf der Flasche lesen. Aber wenn man so Bock hat, sich so ein bisschen durch die Regionen Deutschlands zu trinken, es gibt viele Probleme, wenn man in Bayern wohnt, das ist mir alles bekannt. Aber verdursten müsst ihr hier nicht, wenn ihr gern Bier trinkt. Also das ist schon eher nice. Nur österreichisches Bier gibt es hier wenig. Aber ja gut, ich bin ja dann sozusagen regionstechnisch ganz woanders in Deutschland mit Paderborn. Ja, aber Norddeutsche können schon auch gutes Bier machen. Paderborn ist jetzt keins davon, aber sie können es. Ich wollte auch gerade sagen, dass Paderborn nur so, ich glaube, ein richtiger Norddeutscher, für den ist das nur so, so halb Nord. Also ist ja noch Nordrhein-Westfalen oder beziehungsweise Ostwestfalen in dem Fall. Das ist ja gerade so noch vor Niedersachsen. Und witzigerweise, aus Ostwestfalen kommen meine Vorfahren her, ein Teil davon. Ich fand immer schon Ostwestfalen irgendwie ein bisschen komischer Begriff, oder? Ja, so Ostwestfalen. Ja, es gibt jetzt auch keine Südwestfalen, nehme ich mal an. Nö, weiß ich nicht. Wo ich es ausgesprochen habe, wahrscheinlich gibt es Südwestfalen. Also wenn es Südwestfalen gibt, meldet euch in den Kommentaren. Das würde mich jetzt doch mal interessieren. Gut, ich bin ja, wenn du es dann auf der Karte anschaust, was bin ich dann? Nord-Süddeutscher? Ja gut, ihr habt ja mit Bayern mit Mittel-Unter-Ober. Ja, ätzend. Für alle, die es genau wissen wollen, ich bin übrigens Unterfranke. Gott muss man für alles danken, besonders für die Unterfranken. Mhm. Stand sogar an meiner alten Grundschule. Ich habe das so letztens, als ich in Aschaffenburg war, im Kolossal, habe ich auch meiner Freundin so ein Selfie geschickt, wo ich noch auf einen Kumpel gewartet habe. Ich stand so allein unter Franken. Der Dad-Joke ist groß an diesem Abend. Ja, Gott, ich bin ja schon Ende 30, ich darf das. So, ich erzähle noch kurz von meinem Wochenende. Das ist jetzt, ja, bitte. Ja, wir haben jetzt echt, die Reihenfolge ist ja normalerweise erst und Wochenende, dann Getränke-Podcast. Jetzt machen wir es mal andersrum. Entschuldigung, ich hatte Bierdurst. Nee, alles gut, wir sind heute nur ein bisschen verrückt. Ich war am Wochenende spontan, weil irgendwie hatte ich erst gedacht, das wäre schon gewesen, aber dann habe ich es gesehen, es war noch gar nicht. Der Gig von Halvers und Primordial im Nachtleben Frankfurt. Und ich muss sagen, ich war jetzt eigentlich eher so, ich will halt irgendwas machen am Samstag. Und es war so ein bisschen, okay, der ganze Tag war ziemlich heiß, man konnte nicht viel tun. Ich war einen Tag vorher auf dem Geburtstag von meinem Vater und da habe ich mir gedacht, so, ich habe jetzt auch noch Bock, irgendwie was nochmal ein bisschen rauszugehen und so. Und dann, geil, guck mal, da Nachtleben. Abends. Och, Primordial und Halvers haben wir ja schon letztens erst drüber geredet. So, ja, was hat denn das gekostet eigentlich, weißt du? 35 Euro. Das ist okay. Ich mir auch auf dem Samstag.
Ey, vor allen Dingen Primordial ist jetzt keine Band, die man auch im Nachtleben erwartet. Du kennst es ja, das Nachtleben in Frankfurt. Ja, ich kenne das Nachtleben gut, aber beschreib es unseren Zuhörern, weil sich vielleicht nicht alle das Nachtleben kennen. Das Nachtleben ist ein, also wenn man eine Konstablerwache ist, man kommt aus der U-Bahn raus, je nachdem welchen Ausgang man nimmt, sagen wir, den rechtsseitigen Ausgang, wenn man da lang geht und dann kommt man da direkt vor dem Nachtleben raus. Also das sieht auf den ersten Blick wie eine Bar aus, ist auch eine Bar mit Tischen, kann man schön sitzen, läuft launchige Musik. Und wenn man den Keller runtergeht, da ist ein Konzertsaal und da sind oftmals auch Metal-Konzerte. Und da, ja, keine Ahnung, was ist das Platz für 150 Leute, ist, glaube ich, das absolute Maximum, was du reinquetschen kannst. Und danach ist dann auch Schluss. Mit Atmen auch für alle. Ja, das ist sowieso das Ding. Es kann da sehr warm drin werden und es wurde auch sehr warm da drin. Ich meine, es ist jetzt schon Hochsommer, es war ja den ganzen Tag über am Samstag sehr warm und man hat schon ganz schön geschwitzt da drin. Das ist auf jeden Fall. Zum Glück stehen auch ab und zu mal Ventilatoren da rum. Ich habe mich dann auch bei Primordial hintereinander vorne einen Ventilator gestellt, um ein bisschen was abzubekommen. Aber bei Halvas, bei der ersten Band, habe ich mich natürlich vorne hingestellt. Und wie gesagt, so eine intime Show kriegt man halt selten geboten von solchen Bands. Halvas habe ich mir auch direkt hier das neue Album auf Tape mitgenommen. Das haben sie dort verkauft für einen Zehner. Von Worship Tapes. Limitiert auch schön auf 100 Stück. Welche Nummer hast du? Steht keine drauf. Nee. Finde ich immer ein bisschen schade, wenn man das macht, ne? Also ja, hat sofort so ein nicht so geiles Gefühl. Jetzt ist Worship Tapes natürlich unter allen Sammlern, denke ich, über jeden Zweifel erhaben. Ja. Aber es hat so scammige Vibes, immer wenn die Nummer nicht draufschreiben. Ja, es ist halt, ich finde, es gehört halt auch einfach dazu. Also da braucht man es auch gar nicht drauf zu schreiben, wenn man nicht weiß, welches Tape man hat. Aber gut, das ist jetzt, dafür muss man aber auch sagen, ich finde, es sieht auch in jedem Fall schön aus auf hier mit dem. Ja, die machen Top-Tapes, Worship-Tapes, ne? Da gibt's gar nichts. Ja. Auch das J-Blatt hier, das ist, das J-Cover ist wunderschön gemacht hier mit dem Cover und mit dem Artworks und so. Finde ich gut. Hat so einen richtig schönen Underground-Charakter. Und das Album, ja, das ist ja auch saustark. Also ich hatte ja vorher auch schon reingehört. Also musikalisch echt top. Ich weiß, deine Einstellung zum Gesang ist ja... Ja, der ist halt super boring, ne? Also ich finde, der passt nicht rein. Ich muss sagen, ich habe sie ja vor langer, langer Zeit gesehen. Das war ja ganz am Anfang eigentlich ihrer Karriere, wo sie in Hofheim gespielt haben. Niederschatten dürfte das gewesen sein, oder? Genau, Niederschatten, wo sie in Hofheim gespielt haben. Das ist ja schon lange, lange her. Das hat der gute Legatus ja auch gesagt, dass das ja relativ am Anfang ihrer Karriere war. Und da hatten sie halt wirklich so diesen richtig dreckigen, orthodoxen Untergrund-Vibe, ne? Also von diesen, weißt du, von einer Band, die halt wirklich nur vor Leuten mit Sonnenbrille, verschränkten Armen und Lederkutten mit Black-Metal-Patches spielt. Ich weiß nicht, was daran falsch sein soll. Nee, nix daran falsch. Aber das ist halt, das ist ja nochmal so ein bisschen so, das hatte da wirklich diesen, ja, sehr intimen, verschworenen Inner Circle Black Metal Charakter. Ich sag mal, man kann es auch böse elitär bezeichnen. Und jetzt, und das kann man jetzt positiv oder negativ auslegen, wirkte es halt wie Black Metal, der halt mit viel mehr Menschen kompatibel ist. Und weil man das Publikum da hat, das war halt total gemischt. Das war halt so Frankfurter Metal-Publikum, das war jetzt kein spezielles Black-Metal-Publikum, würde ich sagen, weil Primordial zieht ja hier, das ist ja eine Band, die findet hier überall statt. Die findet im Rockhard statt, im Metalhammer und sonst wo. Entsprechend zieht sie ja auch ein Publikum an, das aus allen möglichen Subgenres kommt. Und ja, ganz ehrlich, es wirkte halt auch schon. Die ganze Halvas-Show wirkte auch so. Es hat sehr gut mit den Leuten funktioniert. Das war eine sehr, sehr gute Stimmung. Aber es hat halt einen ganz anderen Vibe. Und das jetzt mal ganz neutral gesagt, nicht positiv und negativ gesagt, musst du ja selber wissen, ob das einem dann zu offen ist oder ob das einem besser gefällt, wenn eine Band so ein bisschen, in Anführungsstrichen, dann weniger elitär rüberkommt. Ich fand's trotzdem, ich hab's Spaß gehabt. Ich vermisse den Gesang, alten Gesang auch, muss ich ganz ehrlich sagen. Es wirkt einfach anders, sehr, sehr anders und ich will nicht sagen, generischer ist, ich weiß nicht, ob es generischer ist, aber es fehlt so ein bisschen, was du letztes Mal gesagt hattest, bei die Kante. Ja. Ist ein bisschen weniger Kante, ist ein bisschen ist ein bisschen geschliffener. Es fehlt so ein bisschen das Raue, was sie vorher hatten durch den Gesang von Legatus. Aber nichtsdestotrotz, ich habe mir auch ein Tape gekauft, also Spaß hatte ich trotzdem und die Leute auch auf jeden Fall, das kam super gut an. Und was ich auch interessant fand, war danach Primordial. Primordial hatten ja aber richtig Bock, dort zu spielen. Also, wow. Ich glaube, ich habe doch fast 100 Minuten oder so gespielt oder 110, keine Ahnung, also richtig lang. Boah, das ist, also wie gesagt, du hattest es schon angesprochen, das ist in der Location wie im Nachtleben eine Leistung, weil da drin ist es heiß und auf der Bühne wirst du gekocht. Ey, ohne Scheiß, ich habe auch gedacht, so okay, das Ding geht um 8 Uhr los, das ist um 10 Uhr fertig.
Ich dachte, so ein Konzert wird das, weil es ist auch Samstag und danach so wieder Clubabend oder sonst irgendwas. Nee, das ging das ging schon irgendwie bis Viertel nach elf oder 20 nach elf. Also das bei zwei Bands. Also die haben sich schon Zeit genommen. Und auch immer wieder hat D'Alon betont, wie sehr er sich hier freut, da zu spielen, wie sehr es Spaß macht und wie geil es ist, in so einem intimen Club vor 100, 150 Leuten zu spielen und wie viel besser es ist, als auf einem großen, seelenlosen Festival zu spielen. Macht er sich auch keine, nicht nur Freunde mit der Aussage, ne? Ja, aber das hat er dreimal gesagt. Wir haben uns schon wir standen da als Kumpels und haben uns schon gedacht, hat der jetzt irgendein Beef mit irgendeinem Festival aktuell, dass er das so betont? Vielleicht verstehen wir hier die Anspielung gerade nicht irgendwie. Ja, wer weiß, wie die Bookings gelaufen sind, ne? Es ist, es ist so eine, das ist ein Thema, da wollte ich mich ein anderes Mal drüber aufregen, aber es ist schon auch so, dass viele Festivals ja auch immer wieder schreien, es gibt keine Headliner, es baut keiner die Headliner auf, aber es baut auch keiner die Headliner auf, ne? Also, das soll ja jemand anders machen, nicht sie selbst. Ja, genau, ne? Also es möchte auch keiner mal einen Schritt zu viel machen. Das ist bei so Bands wie Primordial finde ich es immer wieder richtig auffällig, weil die könnten wesentlich größer sein, ne? Mhm. Also die Gefahr. Ich glaube, du kannst schon auch relativ entspannter Primordial-Fan sein, wenn du kein Black Metal hörst. Dadurch, dass die Stimme halt ja so vom Malon überhaupt nicht Black Metal ist. Ja, eben. Also früher wohl, aber jetzt mittlerweile ja gar nicht mehr, aber. Ja, auch die Black Metal-Akzente, die es immer mal wieder gab, die werden ja auch auf den neuen Alben immer weiter zurückgefahren. Auch die neuen Sachen. Ja. Mir persönlich ist auch das aktuelle Album von denen vom letzten Jahr, das ist mir ein bisschen zu sanft. Ich weiß auch nicht, warum das bei vielen Leuten so gut weggekommen ist. Ich finde es auch super langweilig. Ja, das weiß ich nicht. Irgendwie, wie heißt das, zu The Glorious Dead oder so, das Album von 2006, 2007 oder so? Das fand ich richtig. Also im Vergleich dazu fand ich das, auch hier, man merkt ja auch Empire Falls, eigentlich auf der Tour immer der letzte Song. Hier haben sie aber nochmal, weil sie so viel Bock hatten, nochmal einen draufgesetzt. Ich glaube, Son of Morrigan oder so haben sie noch gespielt. Das sagt mir gar nichts. Vielleicht habe ich es auch falsch verstanden. Ich habe es jetzt nicht schon mal recherchiert. Ich habe es jetzt nur das, was ich verstanden hatte, von der Bühne runter. Ich stand ein bisschen weiter hinten. Für mich ist immer das Wichtigste, wer Greater Man Have Fallen, dass ich da mit beiden Fäusten in der Luft rumschreien kann. Das ist ein fantastischer Song. Du kannst dir auch vorstellen, was die Leute die ganze Zeit gerufen haben. Coffin-Chips, Coffin-Chips. Ja, das ist auch so ein Song. So, ja. Ah ja, es war schon nicht schlecht. Ja, genau, Sons of Morrigan, doch, habe ich richtig gehört. Sons of the Morrigan, so, das ist tatsächlich ein Song von denen. Ja, glaube ich, aber sagt mir halt nichts. Ich kannte den auch nicht, ich dachte auch, nach Empire Falls ist jetzt Schluss. Und dann haben sie gesagt, ja, hier ist noch Sons of the Morrigan. Und ich so, okay, das ist ihr Abschluss? Kenne ich nicht. Ich fühle mich gerade ein bisschen dumm. Sons von wem? Fühle mich gerade dumm, dass ich das nicht weiß. Ja. Naja, gut, egal, war auf jeden Fall ein richtig geiler Abend. Hat Spaß gemacht und ja, ich meine, klar, 35 Euro, das ist eigentlich okay. Weißt du, für so einen intimen Gig mit solchen zwei guten Bands kann man das mal machen. War eigentlich ausverkauft, weißt du was? Nee, ausverkauft war es nicht. Ich habe am Tag selbst die Karte noch im Vorverkauf gekauft und vor Ort stand auch noch ein Schild, Abendkasse. Also. Hättest du ja ab und zu, ne, dass du dann, dass sie dann vor Ort dann einfach ausverkauft schreiben. Ja, krass eigentlich, ne, wenn man drüber nachdenkt, 35 Euro fairer Preis, Nachtleben liegt gut in Frankfurt. Mhm. Kommst du gut hin, kommst du gut weg. Mhm. Fand ich also eine runde Sache gewesen, auf jeden Fall. So, würde ich sagen, machen wir aber jetzt direkt mal weiter. Was war denn bei dir am Wochenende angesagt? Gab's was Interessantes? Ach du, das geht schnell. Nein, ich lag quasi das ganze Wochenende im Freibad. Hier hatte es ja fast utopische 38 Grad und da ist mit mir nichts anzufangen, außer in einem Freibad zu liegen. Beim nächsten Mal habe ich übrigens auch wieder was zu erzählen, wenn wir aufnehmen. Also es sei denn, es geht irgendwas brachial schief, aber wenn beim nächsten Mal sollte ich von Angel Witch berichten können, weil die spielen am Donnerstag in Aschaffenburg im Kolossal. Ja, und ich habe beim nächsten Mal vielleicht eine ganz besondere Videonachricht, die wir mal einblenden müssen, aber auch dazu vielleicht ein anderes Mal. Oh, das ist jetzt bin ich, egal. Warten wir ab. Mal gucken, was da kommt, das wird bestimmt ganz groß. So, dann können wir jetzt eigentlich schon Richtung Kommentare gehen. Ja, gerne. Soll ich anfangen? Ja, fang an. Sehr gut. Ich bin heute nämlich zur Abwechslung mal vorbereitet und habe mir den Kommentar vom Evidencer ausgesucht aus unserem letzten Podcast, der auch schon wieder
vierstellige Zahlen erreicht hat. Mischka Boba gefällt mir. Hat eine verhältnismäßig markante Stimme. Ja, das finde ich auch. Habe ich mir gleich mal per Bandcamp gekauft. Ich bin verwirrt, Evidenza. Gab es das Tape noch? Bei Horn komme ich vielleicht noch rein. Rein technisch gesehen ist das ja genau mein Ding. Aber für den Pagan-Vibe muss ich in der richtigen Stimmung sein. Musikverdrossenheit? Jein. Was neue Sachen angeht, ja. Ich interessiere mich derzeit eher für Bands, die ich mehr oder weniger schon immer mal nachholen wollte. Neue Alben habe ich dieses Jahr bisher nur eins gehört, was mir aber wieder gut gefällt. Das ist Fading into the Grays von der Gothic-Rockband Date at Midnight. Bin stattdessen gerade eher dabei, System of a Down für mich neu zu entdecken. Auch spektakulär. Ich finde, die Band weiß man deutlich mehr zu schätzen, wenn man ein wenig besser mit Metal allgemein auskennt. Weil man bedingt die unzähligen Metal-Szenen in ihrer Musik rauszuhören. Weil man beginnt, Halleluja. Und das macht mir unglaublich Spaß. Ansonsten warte ich auf das neue Album von Midnight. Ja, wunderbar. Ja. Ich würde den Andi gern darum bitten, in Zukunft vielleicht diesen Filter, der den Hintergrund verschwimmen lässt, grundsätzlich zu deaktivieren. Erstens finde ich es irgendwie unangenehm für die Augen und ständig irgendein Flackern an den Rändern zu sehen. Und zweitens finde ich dieses kupferfarbene Bild viel zu schön, um es auszublenden. Ja, bei dem kupferfarbenen Bild hattest du mich. Und extra für dich ist der Blurfilter heute wieder aus. Er verdeckt eh nicht viel mehr als eine weiße Wand. Ja, das ist übrigens kein kupferfarbenes Bild, das ist ein Kupferstich. Von deinem Opa, von der Stadt Würzburg. So ist es richtig, wie in einem vorherigen Podcast schon erwähnt. Genau, das erzählen wir auch natürlich jetzt. Ich liebe Audiohörer, wir vergessen euch nicht. Wir beschreiben euch alles, wenn wir auf irgendwas zeigen. Versuchen wir die Dinge auch immer wieder nochmal für euch zu erklären. Sehr gut. Ja, und ich finde es interessant, was er sagt, weil er hat mit der Musikverdrossenheit schon recht. Mir geht es jetzt auch nicht so, als würde ich keine Musik hören. Aber mir geht es einfach nur bei eigentlich exklusiv bei neuen Veröffentlichungen gerade im Moment so. Hm. Ah, ich kann es schon verstehen. Weißt du, es wird halt immer, da wird irgendwas abgefeiert und dann zwei Wochen später wird das nächste abgefeiert, dann ist das erste schon wieder komplett egal und so weiter. So dieses immer wieder was Neues durchs Dorf treiben, da wird man schnell müde von, finde ich. Ja, ist wirklich so. Man muss die Sachen in seinem eigenen Tempo entdecken, finde ich. Absolut. Und das nehme ich mir eben auch heraus. Wobei es bei mir System of a Down definitiv nicht wird. Nicht, dass ich die Band früher nicht zu schätzen wusste, aber ich habe auch sehr schnell das Interesse wieder an der Band verloren. Also ich muss ganz ehrlich zugeben. Also bei System of a Down muss ich sagen, da ist man besser bedient, wenn man nicht so viel Ahnung hat. Weil wenn du andere Metal-Stile kennst, dann weißt du aber halt auch, was anderer Metal noch sein kann. Also, dass man extreme Härte oder auch Mischung aus Härte und Melodie auch anders kreieren kann als mit dem Vorschlaghammer. Damals, als ich in der Schule, als ich in der Oberstufe war, System of Down gehört habe, so Toxicity und so weiter, als das rauskam, das war schon eine Ansage, das Album, das war schon mega fett. Aber ich kannte halt mich auch noch nicht so super krass im Extrem-Metal aus, und weil damals war für mich das, also ja, da geht's ja wohl nicht als sowas wie Prison oder X oder sonst irgendwas. Ja. Aber Teenie-Fänger halt, ne? Ja, also da kann ja jeder eine andere Meinung haben, aber ich persönlich finde, man hat mehr Spaß mit sowas, wenn man noch unbedarft ist. Weil später hat man einfach zu viele andere Sachen im Kopf, wo man sich denkt, ja, das könnte man aber so besser machen, das ist jetzt hier doch sehr plump gelöst oder sehr viel zu trocken produziert an der Stelle. Also gut, vielleicht auch Geschmackssache, aber da will ich mir jetzt auch gar nicht die Sache vergehlen. Wenn er Spaß damit hat, das nochmal neu zu entdecken und mit anderen Ohren zu hören, dann umso besser. Also will ich gar nicht absprechen. Who am I to judge, ne? Exakte Mundo. So, hast du dir auch einen rausgesucht? Ja, genau. Ich habe sogar mehrere, aber ich fange mal mit einem an, dem etwas kürzeren, weil gleich habe ich noch einen etwas längeren. Der Hagger, ich sage jetzt mal nicht die Nummern, weil die Nummern kommen meistens automatisch von YouTube. Der Hagger schreibt zum Thema Metalcore. Meiner Meinung nach ist Metalcore schon Mitte der 2000er gestorben. Die einzig guten Bands sind As I Lay Dying, Killswitch Engage, Trivium und Unearth. Der Rest ist einfach nur schlechte Popmusik mit langweiligen Breakdowns, sondern irgendwelche Kinder, die denken, dass sie brutale Musik machen. Obwohl es mittlerweile mehr Popmusik ist. Bands wie Bring Me the Horizon, Falling in Reverse und Motionless in White und Ice Nine Kills sind für mich Beispiele, dass das Genre kompletter Müll und das Genre in die falsche Richtung gebracht hat. Anfangs war Metalcore eine Mischung aus Melodeath, Thrash, Hardcore-Punk. Jetzt ist es scheiß Pop-Metal. Und ja, ich
Ich war ja Mitte der 2000er auch schon da. Und ehrlich gesagt muss ich sagen, das hat man Mitte der 2000er anders wahrgenommen. Ja, ich kenne auch den einen oder anderen, der gerade, glaube ich, anfängt, sein Messer zu wetzen. Mitte der 2000er, also gerade so Bands wie As I Lay Dying, also die kamen überhaupt nicht gut weg. Und Trivium, die wurden, also ja, die haben ja am Anfang Metalcore gemacht, so Ember to Inferno und so ein Krempel. Jo, aber das hatte damals, finde ich ja schon, einen ganz anderen Vibe als Anführungsstrichen Metalcore. Es waren halt viele Screams mit dabei, viele Shouts, aber halt doch schon sehr traditionell thrashige Riffs. Und das ist ja dann später, dann ab The Crusade 2007 schon direkt in den Thrash abgewandert. Bei Unearth kenne ich mich überhaupt nicht aus, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich kenne den Namen, aber ich habe mich mit der Band nie beschäftigt. Für mich eine der Vorzeige EMP-Bands halt. Irgendwie immer so auf den ersten vier Seiten irgendwo vertreten. Und Killswitch Engage, das ist ja für viele, ich habe letztens auch erst wieder irgendein anderes Video gesehen über Metalcore, da wird ja auch gesagt, Killswitch Engage ist ja so die Godfather-Band des Metalcore. Ja, stilistisch auf jeden Fall. Wobei sie, finde ich, von der Attitude her ja schon immer ein bisschen eigentlich eher eine Metal-Band waren. Also eher eine Melo-Death-Band waren von der Einstellung her. Klar, der Sound ist prägend gewesen. Aber ja, also da fehlt, also wenn man ehrlich ist, ist bei Killswitch Engage jetzt nicht so viel Hardcore-Charakter übrig. Das finde ich nämlich auch. Also ich habe jetzt Metalcore, Nu Metal, das sind so Musikstile, die gingen immer vollständig an mir vorbei, muss ich ganz ehrlich sagen. Also da ist ja auch, da neigt man dann ja auch dazu, so Dinge einfach so diese anekdotische Evidenz einfach aufzurufen. Und für mich war Metalcore gerade am Anfang eher so einfach metallischer Hardcore. Also es war immer eher der Hardcore-Anteil so bei 70%, wo dann so 30%, jetzt ohne das mal genau, jetzt genau in der Mischung meinen zu wollen, waren eher diese typischen Metal-Riffs, die da halt mit reinkamen, die einfach auf diesen puren Krach von Hardcore und D-Beat gefolgt sind. Und ich weiß nicht, ob da gerade eine Band wie As I Lay Dying so ein richtig geiles Beispiel ist. Ja? Nee, ehrlich gesagt, ja. As I Lay Dying war damals schon, wenn man es vergleicht, relativ poppig, also für ja, nicht wenn man es mit Motionless in White oder Falling in Reverse vergleicht, dann natürlich auch wieder anders. Aber damals galten schon diese ganzen Ami-Bands ja im Vergleich zu den deutschen oder europäischen Metalcore-Bands ja generell eher als ein bisschen, naja, mainstreamiger vom Sound her. Ja, logisch, weil du als amerikanische Bands es halt viel schwerer hast, nach Europa zu kommen. Da ist es ja klar, dass dieser Filter, also dass dieser Trichter ja deutlich enger wird für die Bands, die wir hier mitkriegen. Ja. Das ist ja, wenn du an Ami-Punk denkst, kommen die Leute gerne mal mit Green Day und Blink 182, wo dir, wenn du dir richtigen Ami-Punk anhörst, ne, das ist schon nochmal eine ganz andere Hausnummer, ja, und Kaliber. Ja. Wenn du dazu die Melvins dir anhörst oder so. Die Smelvins, wie Kurt Cobain immer gesagt hat. Aber ja, ich weiß absolut, was du meinst. Und also, aber rein von der Hardcore-Seite her fand ich da die bekannten Bands aus Europa immer mehr bezeichnender, gerade wie eine Band wie Maroon oder auch die frühen Heaven Shall Burn und Caliban, das waren halt vom Sound her, waren die noch mehr, da merktest du noch, dass sie aus dem Hardcore kommen, fand ich. Ich kann an Heaven Shall Burn einfach kein gutes Haar lassen, es tut mir leid, ey. Ich sage auch nicht, dass sie gut waren. Ich sage nur, dass du merkst, dass du bei denen gemerkt hast, dass sie eher aus dem Hardcore kamen, auch thematisch und so weiter, aber man muss das jetzt nicht gut finden, was sie da thematisieren, aber es waren halt auch eher Themen, die man aus dem Hardcore kannte. Das ist jetzt mal komplett wertfrei. Ich möchte es nur mal da so ein bisschen in die Perspektive setzen. Da wurde auch damals, gerade bei den Bands, die er da genannt hatte, das wurde nicht alles so abgefeiert. Und da gab es auch schon dieses, das ist doch alles viel zu mainstreamig, anbiedernd und sonst irgendetwas. Und genauso ganz ehrlich, wahrscheinlich werden die Leute sagen, hier in 15 Jahren, ja, Falling in Reverse, Motionless in White, das waren noch Bands. Und dann sind wieder ganz andere Bands, sind dann die Popbands. Keine Ahnung, das ist eine müßige Diskussion. Und vor allen Dingen für, in Anführungsstrichen, richtige Metaller wird das ja immer so ein bisschen, anhaften, dass Metalcore kein Metal ist. Ja, ist aber, also ganz ehrlich, hinter der Aussage stehe ich auch. Also wir hatten es ja letztens über Phrasen, die uns nerven, aber Metalcore ist kein Metal. Und ich glaube, er wollte auch nie welcher sein. Und um das noch einmal ganz klarzustellen, die einzigen Heaven Shall Burn, die mich interessieren, sind von der Band Marduk von 1996. Ja, sehr schön. So. Oh, wie ich diese Band hasse. Kennt ihr das, wenn ihr so Bands so einfach so richtig, so ihr habt schon eure Gründe, aber irgendwie ist der Hass größer als die Gründe. Also das ist wirklich faszinierend. Nee, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin jetzt auch kein
ein Fan von Heaven Shall Burn. Ich finde auch die haben mich damals mit der Aussage, ich weiß genau, was jetzt kommt. Es ging um Hunters Will Be Hunted. Ja, Hunters Will Be Hunted war auch furchtbar, aber wo er gemeint hat, so, ich mache Musik, ich glaube, der Gitarrist oder so, ich mache jetzt Musik, weil ich kann meine politische Message besser mit einer Gitarre in der Hand verbreiten, als wenn ich mich mit dem Megafon in die Fußgängerzone stelle. Ja, das war der Gitarrist, das war im Podcast mit dem Herrn Prinz, wenn ich mich richtig erinnere. Ja, ich dachte, dieses unfassbar dumme Interview zu Hunters Will Be Hunted. Wo sie bei der Bild-Zeitung sogar vorkamen. Ja, wo sie halt irgendwie so künstlich eine große Kontroverse erschaffen haben. Ganz Deutschland redet über dieses Musikvideo. Nein, niemand hat es getan. So viel dazu. Und ich bin übrigens kein Jäger. Ich fühle mich da nicht irgendwie auf den Schlips getreten. Also das so eine müßige Diskussion. Ja, absolut richtig, absolut richtig. Und lass uns nicht noch an Heaven Shall Burn aufhängen. Genau, wir sind schon wieder viel zu weit. Mach mal, hast du noch einen Kommentar? Ich habe noch einen Kommentar. Und vom Daniel Posinger. Jetzt habt ihr mich aber auch getriggert, wo wir schon gerade beim Metalcore sind, passt mir das gerade ganz gut. Nein, Core ist definitiv kein Metal. Diese Musik hat ihre Wurzeln in einem komplett anderen Subgenre. Mich nervt es zum Beispiel immer, wenn Grindcore quasi als Death Metal Subgenre abgetan wird, nur weil es einige Fragezeichen Core-Bands gibt, die das ein oder andere Metal-Riff verwenden, macht es Hardcore, Grindcore etc. nicht zum Metal. Aber wobei man sich da jetzt streiten könnte, ob jetzt Core und Metal aus grundverschiedenen Subgenres kommen, das weiß ich jetzt ehrlicherweise nicht. Aber ich weiß schon, wo du mit der Aussage hin willst. Und ich finde das auch. Man muss das auch nicht immer so tun, als wollten Core-Bands Metal-Bands sein. So als würde die Core-Szene so um wahnsinnig viel Akzeptanz in der Metal-Szene betteln. Das darf man schon auch trennen, finde ich. Da darf man schon auch sagen, so das eine ist nicht das Gleiche. Ich muss aber auch ganz ehrlich sagen, dass dieser Gedanke, dieses Metal und so weiter und diese Metal-Verbindungen zwischen einzelnen Subgenres, im Metal ist das schon stärker als im Core, habe ich das Gefühl. Ich war ja auch schon auf vielen Core-Konzerten und ich hatte nicht so das Gefühl, dass da jetzt eine gewisse Einigkeitsgefühl zwischen Grindcore, Crustcore, Crustpunk oder Emo-Core besteht. Nee, absolut nicht. Das ist halt irgendwo ein gemeinsamer Ursprung, aber die Szenen sind noch zersplitterter, als es im Metal mit seinen Subgenres ist, finde ich. Ja, also was ich mitbekommen habe auf Konzerten. Absolut. Also und ich will damit eher sagen, man muss auch nicht immer so tun, als wollten immer alle das Gleiche und immer alles so eins, ein Brei sein. Ne? Das ist, muss man auch überhaupt nicht. Ne? Also man muss auch überhaupt keine Metal-Band sein, wenn man Core macht. Richtig, richtig. Aber ich würde schon unterstellen, dass es viele Grindcore-Bands gibt, die eigentlich eher Death-Metal, Slam-Death, Brutal-Death oder sonst was hören. Und halt auch Grindcore und dann Grindcore machen, als sagen, hey, ich höre neben Grindcore noch voll ganz viel Punk, Crustcore und gar kein Metal. Weiß ich nicht, wird so sein. So was ich mitbekommen habe. Also es ist jetzt nicht so, dass es da so eine harte Grenze gibt bei den Musikschaffenden meistens. Aber gut, das ist auch eine. Nee, was heißt eine Grenze so? Man muss es ja nur nicht, immer in die Metal-Schublade stecken. Ich höre ja auch nicht nur Metal. Ja, eben. Ja, weiß ich nicht, Grindcore ist ja sowieso, finde ich, so eine, Grindcore ist mir, finde ich, also eine Bezeichnung für einen gewissen Rest, als jetzt wirklich eine echte Musikbezeichnung. Weil was so alles als Grindcore durchgeht, ne, also dass so einem Siphon hängen bleibt. Ja, so ein bisschen hast du das Gefühl, ne, so, ja, ich weiß nicht, wir können dich in keine Schublade stecken, hier, geh mal zu den Grindcore-Leuten, die nehmen jeden, so. Das Gefühl habe ich tatsächlich auch. Ja, sehr gut. Wobei ich auf Grindcore-Konzerten auch schon sehr, sehr viel Spaß hatte. Das darf man immer nicht. Beste. Ich habe auch beste Leute. Ich habe immer sehr viel Spaß. Ja, auf jeden Fall. Okay, wollte ich nur auch nochmal mit reinbringen. Ach so, wollte ich noch dazu sagen, ist übrigens aus der Folge Phrasen und Triggerworte der Metal-Szene. Hm. In der Metal-Szene. Ich glaube, mein Kommentar, ich glaube, über Metalcore, ich weiß gar nicht, ob wir über Metalcore geredet hatten. Ich weiß nicht, ob das aus der vorletzten oder aus der Folge war, die wir jetzt hatten. Ist ja auch egal. Ist ja auch egal. Wahrscheinlich war es auch aus der Triggerworte-Folge. Aus der letzten Folge auf jeden Fall habe ich auch einen Kommentar mitgenommen, weil da haben wir ja auch schon mal kurz über Legatus und über Halvas und so weiter geredet. Also beziehungsweise wir haben über die Halvas-Veröffentlichung aus dem Schattenreich geredet und du kamst da oder wir kamen dann beide auf das Thema, dass der Legatus mal bei Halvas war. So. Und darauf hat jetzt auch der gute Legatus noch geantwortet. Liebe Grüße an der Stelle. Und er hat einen etwas längeren Kommentar geschrieben, auf den ich jetzt mal kurz vorlese. Und er hat auch geschrieben, er hat es mehrfach versucht, weil irgendwie neigt YouTube dazu, gewisse Kommentare zu löschen. Ich habe keine Ahnung, warum das ist. Ich lösche die wirklich allerwenigsten Kommentare. Es sei denn, es ist wirklich irgendwas komplett strafrechtlich Relevantes oder einfach wüste Beschimpfungen. Aber ansonsten lösche ich nichts. So.
Er schreibt, dann versuche ich das nochmal. Also beim Craft Gig war ich auch damals. Ich hatte ja gesagt, Craft Gig waren wir damals am Kings of Black Metal in der Alsfeld. Der war absolut grausig. Und tatsächlich waren das alles echte Bandmitglieder. Craft ist eine vollwertige Band. Als Sessionmusiker hatten sie aber einen Bassisten am Start. Ex-Bassist von Shining. Der war so betrunken, dass er gar nichts auf die Kette bekommen hat. Übrigens gab es jetzt einen Sängerwechsel. Stimmt, ich habe nämlich ja Craft eingeblendet in der YouTube-Version von dem Podcast und da habe ich mich schon gewundert, das ist doch nicht der gleiche Sänger. Und warum ist das überhaupt eine ganze Band auf einmal? Also ja, mir ist schon beim Editieren aufgefallen, dass ich das nicht mehr so ganz richtig im Kopf hatte. So, Manewond von Coldbrand ist seit kurzem Sänger von Craft. Nun zu deinen Worten, Andy. Vielen Dank auch für deine konstruktive Kritik. Ich verstehe durchaus. Allerdings ist die EP als eine Hommage an die skandinavische Bands der späten 90er und eine Respektbekundung an den deutschen Underground zu verstehen. Im Geiste der zweiten Welle. Nein. Du musst das mir auch verkneifen. Es musste sein, nachdem wir das hatten in der letzten Folge. Glaub, wir haben das innerhalb von 3 Monaten geschrieben und aufgenommen. Okay. Und ja, Adrian, du hast recht. Legion ist in der Bibel entlehnt, aber auch eine Anspielung auf den Namen Legatus. Ein Legatus oder Legat war ein Feldherr im alten Rom, der eine oder mehrere Legionen befehligte. Ja, okay, macht Sinn. Ja, klar. Und der Musiker, die Legion, ist ein Mannarmee. Raun habe ich übrigens 2018 mitgegründet. Der Halberskick in Münster war 2021 mein letzter. Ich bin nur 2 Monate später aus der Band ausgestiegen, wobei ich mir sicher bin, dass ich über kurz oder lang gezwungen werden wäre, die Band zu verlassen. Es lag daran, dass meine Elternzeit mit meiner Tochter, also dass mir meine Elternzeit mit meiner Tochter wichtiger war, als auf jedem Wald- und Wiesenkonzert zu spielen. Es ging auch einfach manchmal gar nicht. Familie first und Qualität vor Quantität. Zum Thema Highlights 2024 stehen bei mir Attic, Order of Nosferat und ganz aktuell Krater bei mir ganz vorne. Ja, die Krater muss ich Entschuldigung an 1 oder 2 Zuhörer, von denen ich auch weiß, ich habe noch nicht reingehört. Oh, stimmt, ja. Ja, da sollte ich auch noch rein. Ist Order of Nosferat hat schon wieder was Neues raus? Die haben doch, glaube ich, Ende 22 schon wieder was, oder war das Ende 23? Wann hatten die denn zuletzt was rausgebracht? Ich bin, glaube ich, komplett gerade durch. Keine Ahnung, das ist eine Band, die hat mich jetzt ehrlicherweise nie so richtig gepackt, aber ich stehe auch nicht auf Dungeons und wie der ein oder andere weiß, stehe ich auch auf Kriegsfuß mit Keyboards. Und im Endeffekt, wenn wir ehrlich sind, Order of Nosferat ist schon Sakrista mit Keyboards. Das ist die beste Beschreibung, die ich je gehört habe. Die ist nicht von mir, also das möchte ich mir hier nicht anheften. Doch, die haben tatsächlich was Neues raus. Ja, 2022 kam The Vampiric Wrath of Unleashed kurz vor Jahresende raus und das Album fand ich persönlich echt gut. Und jetzt kam The Absence of Grace raus bei Purity Through Fire, wo auch sonst. Und zwar am 21. März. Muss ich mal reinhören, tatsächlich. Ich mag ja auch Synthwave und Dungeon Synth und alles mögliche, was mit Synth zu tun hast. Also von daher sollte ich da vielleicht mal reinhören. Solltest du mal machen. Ja. Ich höre lieber in die Krater rein. Ja, ich höre in beides rein. Warum nicht? Krater übrigens eine Band, die ich vom Partisan kenne, wo ich es vor ein paar Folgen ja schon mal davon hatte, dass ich es immer schade finde, weil die Bands, die mich auf dem Partisan am meisten umhauen, meistens die waren, die ich vorher nicht kannte. Krater war eine von den Bands. Auf jeden Fall eine der nachhaltigsten. Habe ich am Partisan, ohne vorher reinzuhören, mal angeguckt. Sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Und so, jetzt mache ich noch ganz kurz, oder du hast noch was zu Legatus zu sagen, sonst mache ich direkt weiter. Nein. Dann mache ich nämlich noch mal ganz kurz die Schnellschussrunde hier für das Instagram. Da hatte ich auf Instagram gefragt, was sind so eure Top 3 Highlights des Jahres bisher? Der Fäkalkardinal hatte geschrieben, die Horn, also die Dauliswerk, die wir vorgestellt hatten, Kotze, die Andi nicht so geil oder die bei Andi nicht so viel Eindruck hinterlassen hat. Und Ildispost haben sehr stabil abgeliefert dieses Jahr. Ildispost habe ich gar nicht mitbekommen, dieses neue Album. Was für eine Kombination. Also, ja, ich kenne den Fäkalkardinal, von daher macht das Sinn bei ihm. Ja, ich auch, aber naja. Der Maximus hat hier geschrieben, Crimson die Meise und Omega Swarm. The Omega Swarm, das neue Projekt vom Gitarristen von Sulfur Eon und vom Sänger von Wound. Auch ein sehr bombastischer Black Death Metal. Ach, apropos Wound, da muss ich nachher noch was sagen. Alles klar. Der Leave No Cross Unturned, auch ein sehr reger Beteiliger hier bei diesem Podcast in den Kommentaren, hat geschrieben, Job for a Cowboy, Moon Healer, das Album. Ja, das habe ich jetzt schon häufiger gelesen, dass es ganz gut sein soll. Ich komme damit den irgendwie klar. Den gibt's noch? Ja, das war auch meine erste Reaktion, aber ich weiß nicht, ich bin jetzt nicht so der Job for a Cowboy Fan. Angel Sword, World Fighter
Und Kevin Woomt mit Stages of irgendwas, weil es ist hier abgeschnitten und ich habe es mir nicht dazu geschrieben. kann ich aber auch nicht. Also kann ich eh nichts zu sagen. Dann hat er noch Antichrist Siege Machine mit Vengeance of Eternal Fire und Arroganz Quintessenz. Arroganz Quintessenz, sehr interessant, das muss ich auch nochmal hören. Ich mag ja Kalles Band eigentlich auch ganz gern. Ja, ich auch. Aber ob man sein Album Quintessenz nennen muss, weiß ich jetzt auch nicht. Ja, Dark Frost lässt grüßen, ne? Ja, also es ist halt immer so, nichts Schlimmes dran, ne, um Gottes Willen, aber ich weiß nicht. Ich nenne das nächste Anheim-Album wird nicht der Blaze in the Northern Sky heißen. Dom Satanis. Kann ich jetzt schon versprechen. Ich denke, das kann ich schon verraten, ja. Sehr gut, sehr gut. So, Idle Hand hat geschrieben Night Fever mit Dead End. Der Tigger von Mittelalter TV schreibt die Dark Throne, was eine sehr interessante Antwort ist. Die aktuelle Dark Throne. Ja, nennt eure drei Highlights. Dark Throne. Nur Marduk, verdammte Scheiße. Ja, nur Dark Throne, verdammte Scheiße. Ja, Philipp Sorge hat geschrieben, Darf, dieses, ich weiß nicht mal, ob ich richtig ausspreche, das ist Death mit Doppel-A. Darf. Ah, ja, 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 ja. Darf mit The Deceivers, dann Duel mit The Shape of Futility. Ja, da hatte ich so ein bisschen reingehört in die neue Duel. Ich finde Duel eigentlich auch ganz geil. Aber muss ich noch mal ein bisschen tiefer reinhören. Hail Spirit Noir mit Fossil Gardens, das sagt mir gar nichts, aber er hat ein Smiley dahinter gepackt, also okay. und der und dein bester Freund, der Chris Coffin, hat W-Mod mit The Deepening. Und schreibt, ansonsten war das Jahr sehr mau, die neue Altchest war okay, aber keine 10 von 10 und er freut sich noch auf die neue Solstar 4. Und der Felix Katz hat hier geschrieben, Exa, Hampferd und Haul oder Hule. Hul spricht man die, glaube ich, aus, wenn ich mich richtig erinnere. Ah, okay. Sagt mir alles nichts. Ja, das ist ein bisschen undergroundiger als ich. Den Legatus hatten wir ja schon. Den hatten wir ja mit Krater Attic und Order of Osferat. Boah, Markot Doomwood, The Ghost Inside, Job for a Cowboy hat auch geschrieben. Auch die, also das ist ja zwei Bands, wo ich schon mir das sagen würde, die gibt's doch. Ja, ja. Der leere Zrill schreibt Smirtonos mit Misanthropic Flame of Black Devotion. Das sagt mir gar nichts. Ihr habt, also ich muss sagen, Leute hier schon mega underground. Feier ich so ein bisschen. Also ich habe auch schon durch die Community hier einiges kennengelernt, was ich nicht kannte. Und dann noch zum Schluss Gift und Galle mit 200 Stepworms. So, jetzt haben wir auch schon, Gottes Willen, dreiviertel Stunde. Ich habe es mir auch schon gedacht und vor allem das Thema hat doch eigentlich Redebedarf, über das wir heute reden wollten. Ja, dann wird es halt eine längere Folge, mein Gott, das ist halt so. Ich möchte da kurz was dazu sagen, wie ich auf das Thema gekommen bin. Und zwar für alle, die das nicht wissen, der Adrian streamt auch immer mal wieder oder recht regelmäßig in letzter Zeit. Und es gab einen Kommentar, wo ich dachte, ja, der hat schon ein bisschen Redebedarf, weil ich ihn eigentlich erst recht kurz abmoderieren wollte. Aber man fühlt sich ja manchmal auch ein bisschen ertappt. Ne? Mhm. Ultimate Power, habe ich auch einen Moment übrigens gedauert, bis ich den Namen kapiert habe. Führt doch mal bei Gelegenheit aus, warum ihr und in eurem Podcast den Underground Death Metal, die Underground-Death-Metal-Szene, sagen wir es mal so, nicht so geil findet. Hoffentlich falsch verstanden, aber der Eindruck entstand. Und erst wollte ich ihm sagen, hä, Death-Metal ist immer noch eine von den drei, vier Musikrichtungen, die ich am meisten höre. Aber er hat ja auch explizit nach der Szene gefragt. Und dann, muss ich sagen, habe ich mich schon ein bisschen ertappt gefühlt. Und hab mir, du hast ja in der Vergangenheit, wer deinem Kanal folgt, da auch schon 1, 2, 3 oder 15 Mal was zugesagt. Ja, stimmt. Zu dem Thema. Da dachte ich, ja, lass uns das nochmal besprechen. Ja. Deswegen, gerne. Was stört dich denn so an der Underground-Death-Metal-Szene? Mich persönlich, ich habe mir mein Video von vor 3 Jahren auch nochmal angeschaut und habe mir gedacht, so, ach du Scheiße, ist das schon lange her. Und die Tonqualität war echt mies damals. Es tut mir jetzt immer noch leid. Ich habe selbst keinen Spaß gehabt, dazu zu hören. Aber tatsächlich hat sich das, was ich vor 3 Jahren gesagt habe, nicht groß verändert. Es ist immer noch ziemlicher Stillstand in der Szene. Die Szene traut sich nicht wirklich viel Neues zu machen. Und das finde ich einfach sehr, sehr schade im Death Metal. Dass Leute, die mal neue Sachen versuchen, oftmals keine Chance haben. Dass das dann direkt niedergeschrien wird und dass dann doch dafür dann wieder die 100. Asphyx-Kopie oder die 1000. Entombed-Klon dann wieder nach oben gejubelt wird. Und das finde ich nicht so geil.
muss ich ganz ehrlich sagen. Also das ist so das Hauptproblem, was ich habe mit der Szene. So ein bisschen diese, weiß ich nicht, so eine mangelnde Experimentierfreudigkeit. Ja, es ist halt, also es stimmt absolut. Man sieht es übrigens, also man muss eine Sache, vielleicht muss ich mal einleitend eine Sache sagen. Wer sich die Folge nochmal anschauen möchte, wo wir über unsere drei liebsten Death-Metal-Alben reden, der sich meine drei Alben anschaut, der weiß halt auch, was ich von der Underground-Szene halte. Es ist ja kaum eine Band dabei, die man wirklich zum Death-Metal-Underground zählen könnte. Und ich sehe das nämlich genau wie du, diese wahnsinnig fehlende Innovation und diese unheimliche Zahnlosigkeit und wirklich so diese selbstgewählte Langeweile, dieses Abziehbildchen-Getue. Ich weiß schon, dass jemand, der wie ich viel Black Metal hört, oftmals dazu neigt, in der Musik total zu versacken, weil es halt fast für keine Stimmung keine Black-Metal-Veröffentlichung gibt. Ich verstehe diesen Satz übrigens auch nicht. Ich kann im Sommer höre ich wenig Black-Metal. Also das weiß ich nicht. Ich höre jetzt auch nicht jede Art von Black-Metal im Sommer, aber gut. Oh, ja, den Satz kenne ich auch. Kenne ich auch tatsächlich. Viele Leute sagen, Black-Metal ist Wintermusik. Das checke ich überhaupt nicht. Also wirklich gar nicht. Ja, also, weiß ich nicht, warum ich Dark Funeral nicht hören sollte, wenn draußen 30 Grad sind, verstehe ich nicht. Nehmt einfach die Verzerrung raus, dann habt ihr Surfrock. Also von daher. Da gibt es ja ein paar ganz geile Videos, dazu, genau, ihr euch das mal anschauen könnt. Ja, und es ist halt im Death Metal oft so, und wenn man die, also ich will die Bands da gar nicht so angreifen, die Bands können ja oft nichts dafür, weil du hast halt 100 Zuschauer, wenn du mit dem HM2 Musik machst, und du hast halt 10 Zuschauer, wenn du was Progressives machst. Ja, es gibt Unterschiede. Wir alle erinnern uns an Sulfur Aeon, die ja extrem hochgejubelt wurden. Und wie heißt die Band, die eigentlich Hardrock macht, nur mit Death Metal Verzerrung? Debauchery? Jetzt fällt mir ihr Name nicht ein. Nee. Was, Deutschland? Ist egal, komme ich schon noch drauf. Aber das ist eigentlich astreiner Hardrock, wenn du es dir mal dekonstruierst. Und ja, die gibt's, aber das sind die absoluten Ausnahmen. Auch eine Band wie Necrovault, wer sich daran erinnert. Ja. Und es spricht ja kaum noch einer drüber. Und ja, wenn ich von der Death Metal Underground Szene rede, rede ich schon von der deutschen Death Metal Underground Szene, weil ich nehme an den ausländischen Death Metal Szenen nehme ich überhaupt nicht groß teil. Kommt jetzt ganz drauf an, wo man halt hingeht, ne? Es gibt, finde ich persönlich, ich habe ja gerade in der Hochzeit von Tod gehört, von meinem Blog, habe ich ja sehr, sehr viel Death Metal zugeschickt bekommen. Sei es von FDA Records, sei es von Transcending Obscurity Records, sei es von Schlag mich tot, welchem kleinen Label, von sonst wo. Ich meine, das ist ja auch das Coole am Death Metal, ist ja auch wie viele andere Genres, ist eine, da schmeckt jemandem das Bier. Das fließt einfach nur rein. Ja, sag ich doch, ist geil. Ein Traum. Und ich muss auch sagen, ich bin jetzt beim Export angekommen von Paderborner, das schmeckt auch schon deutlich besser als das Helle von Paderborner. Also wenn ihr experimentieren wollt, lieber mit dem Export. Wie gesagt, es sind beides weltweite Bewegungen, aber was die Experimentierfreundlichkeit angeht, es gibt überall mal so einzelne Bands, die was versuchen, so eine Experimentierfreudigkeit einzubringen. Aber das endet entweder da drin, finde ich, dass sie dann doch irgendwann versuchen, mehr so sich zu streamlinen und so diese Experimentierfreudigkeit eher aufgeben. Oder dass sie das Genre verlassen und in eine ganz andere Richtung gehen. Weißt du? Ja. Ich meine, so eine Band wie Tribulation ursprünglich. Ursprünglich war Tribulation eine schwedische Death Metal Band, aber. Ja, jetzt kannst du, also jetzt Tribulation noch als Death Metal zu bezeichnen, ist, glaube ich, ein Stretch. Es ist ziemlich weit hergeholt. Ich persönlich höre Tribulation total gerne, muss ich sagen. Ist aber inzwischen ja eher, ja, sind wir mal ehrlich, sehr Gothic Metal. Ja, ich finde einfach diese, aus dieser Gleichförmigkeit finde ich auch viel Zahnlosigkeit. Also wenn du dir so, weiß ich nicht, ich finde, also gibt es irgendwie so noch so eine, von der ehemals so, wie sagt man das, freundlich, man muss ja nicht immer alles immer übertreiben, aber Death Metal hat schon für mich so eine richtige Rentneratmosphäre, wenn du dir die Konzerte anschaust, ne? Fangen um 8 an, sind um 23:30 vorbei und ja. Ansagen sind immer die gleichen, es ist immer der gleiche Sound. Also bei den großen oder den größeren Bands auf jeden Fall, die von Century Media kommen, die von Napalm kommen,
ja, da gebe ich dir recht. Ja, ich finde auch, ich finde es auch so halt super, super langweilig. Und man muss es einfach auch sagen, und ich spreche das jetzt einfach mal aus, und ich weiß, dass du jetzt in der näheren Vergangenheit damit auch schon Erfahrung hattest, die Bands nehmen sich so unheimlich wichtig. Und nehmen sich jede Death-Metal-Band so wichtig? Ah, weiß ich nicht. Das ist das, also da muss ich sagen, das ist sehr unterschiedlich. Also nicht jede Band, also da ist doch dann der Unterschied relativ groß. Was das Wichtignehmen angeht, da würde ich auch nochmal einen großen Unterschied sehen zwischen den einzelnen Subgenres des Death Metals. Ich würde sagen, da gibt es gerade so was wichtig, ich nehme mich wichtig, da würde ich sagen, da gibt es in diesem Black Death, Old School, weißt du, in den, das war ja so ein, fand ich, war ja auch so ein interessantes Ding, eine interessante Bewegung. Aber da sollten wir vielleicht mal ein bisschen weiter vorne anfangen, weil ich glaube, um dem Ganzen hier auch mal ein bisschen Struktur zu geben, sollten wir vielleicht auch erstmal nochmal ganz kurz rekapitulieren, wie die Entwicklung des Death Metals war. Also, im Grunde ist ja erstmal Death Metal eine Weiterentwicklung, eine Brutalisierung des Thrash Metals. Anfang der 80er, muss man euch ja nicht sagen, das wisst ihr ja alles, Thrash Metal kam auf, Metallica, Megadeth, Anthrax, Slayer und vor allem Slayer wichtig, weil Slayer nochmal eine Spur draufgelegt haben. Dann kamen die deutschen Bands, Sodom Destruction, Tankard, Crater und so weiter. Und vor allem, glaube ich, Destruction, Crater und Sodom haben nochmal ordentlich einen draufgelegt und so, also ein bisschen extremer gemacht. Und das wurde dann wiederum auch von anderen Bands aufgegriffen. Jetzt halt keine Ahnung, was dann die Stockholm-Szene, die Florida-Szene und so weiter. Aber auch in Deutschland, Morgoth oder in England, Bolt Thrower oder Benediction und so weiter haben das ja auch aufgegriffen. Holland, dann Asphyx und so. Und daraus das nochmal weiterentwickelt. Anfangs wurde es gar nicht so wirklich als was Neues da mitgenommen, sondern es war einfach nur Thrash Metal, besonders harter Thrash Metal. Selbst so Sachen wie Leprosy for Death, das zweite Album, galt noch für viele als Meilenstein des Thrash Metals. So wurde es im Rockhard angekündigt, damals im Review. Aber in Wirklichkeit war es schon was Eigenes. Ich meine, das gab die Death Metal, das Album von Possessed, was ja wirklich so als der in den Mitte der 80er, was man sagt, das ist der, was den Namen überhaupt geprägt hat. Und dann spätestens ab den 90ern hat es angefangen, sich so ein bisschen auseinander zu klamüsern. Dann kam ja irgendwann Dewormant und Suffocation, haben dann diesen Brutal Death Metal begründet und ab da war es dann sowieso vorbei. Als so diese Schiene angefangen hat, da war es dann total vorbei und naja, ich sag mal so, dann ist es halt wirklich komplett in den Untergrund abgetaucht und der Black Metal hat ja auch in den 90er Jahren, so Mitte der 90er, dem Death Metal so ein bisschen den Rang abgelaufen, weil Death Metal ja damals schon, eigentlich war Death Metal gerade entstanden, wenige Jahre alt, hatte Death Metal schon so ein bisschen an Kante verloren, weil im Gegensatz zum Black Metal ja auch so ein bisschen die Gegenbewegung, die sind halt, keine Ahnung, was sind halt wie zum Bäcker, wie du es immer so schön sagst, wie sie, als wenn sie zum Bäcker gehen auf die Bühne mit Jogginghose, weißen Turnschuhen und einem Band-T-Shirt und singen dann was über Horror, Töten und sonst irgendwas aus dem Horrorfilm. Aber danach, keine Ahnung was, erzählen sie dir, wie lieb sie ihre Katzen haben oder so. Und im Interview machen dann jede Immersion direkt wieder kaputt, dass sie ja eigentlich die harten Typen sind. Und das war natürlich dann gerade für die ganzen jungen Metaller Mitte der 90er, wo es der Metal ja sowieso nicht so schwer, so leicht hatte, war dann natürlich so der Black Metal attraktiver, weil die Typen schienen es ja ernst zu nehmen. Die schienen auch ein bisschen authentischer zu sein und die schienen das auch alles ein bisschen ernster zu nehmen. Und ja, dann war Black, also war ja Death Metal erstmal wirklich auch so ein bisschen kreativ im Stillstand. Es hat sich komplett in den Untergrund zurückgezogen. Es gab dann eigentlich keinen Oldschool Death Metal mehr, also was heute Oldschool Death Metal ist, also dieser ursprüngliche, sondern gab halt sehr viel dieses ganze Brutal Death Metalige, das hat sich dann irgendwann diesen Slam Death Metal weiterentwickelt, was Brutal Death Metal mit Breakdowns ist. Wenn man böse ist, hören die gar nicht gerne Slam Death Metal Bands, aber es ist ganz echt, das sind verkappte Breakdowns, was da gemacht wird. Und das streiten die ab, echt? Ja, das habe ich mal mit einem Kumpel drüber geredet, der hat dann auch gemeint, so, ja, geiler Breakdown. Der so, das ist kein Breakdown, das sind Slams. Okay. Ja, ja. Na dann. Ja. Und ich tue mal so, als wäre ich dabei gewesen, wenn ich das so erzähle, die 80er und so weiter. Nee, ich war da keine Ahnung was, ich war in der Grundschule und sonst was, ich habe mich kein Stück dafür interessiert. Ich kam natürlich Mitte der 2000er Jahre erst in den Death Metal und der Death Metal damals, der lag ziemlich am Boden, würde ich sagen. Es gab in Deutschland zwar einige Bands, aber das waren vor allem Melodic Death Bands, weil das war, fand ich, so der endgültige Sargnagel, der gekommen war, Ende der 90er. Genau das meine ich mit dieser... Mit dieser unheimlichen Rentnerattitüde. Ja. Als ich nämlich in den Death Metal kam, und ich bin ja
relativ viel über das Bringer of Death in Giebelstadt oder so, relativ viel über Death Metal oder als ich noch kaum was kannte, 90% der Musikexpertise, die ich hatte mit 16, 17, 18, das waren Death Metal Bands. Und was waren das für geile Death Metal Bands? Aber wenn du dich in der lokalen Szene umgeguckt hast, darum soll es mir jetzt an der Stelle so ein bisschen gehen, das war immer die gleiche Gleichförmigkeit. Das waren 0815 Death Metal Riffs in aller Regel. Und das Schlimme ist, 25 Jahre später klingt das immer noch so. Also, und das meine ich so ein bisschen mit der Zahnlosigkeit irgendwie. Das hat so, ja, weiß ich nicht, du willst härter, ja, dann mach halt Brutal Death, ja, oder mach halt Slam, oder mach halt dies, oder mach halt Grind. Ich denke, ja, oder mach halt was Eigenes. Also, das wäre ja auch mal eine Option. Oder warum hat's, man muss sich auch die Frage stellen, warum haben es deutsche Death-Metal-Bands nie wirklich auf die ganz große Bühne geschafft? Da kann man jetzt verschiedene Theorien anwenden. Es gibt natürlich einerseits die Theorien, dass andere Genres in Deutschland da ein bisschen mehr Präsenz hatten, auch in den, in Anführungsstrichen, Metal-Medien, die es halt schon gab, sei es jetzt von Rockhard, Metalhammer oder auch damals ja auch, es gab ja auch TV-Formate, das darf man ja nicht vergessen, sowas wie Mosh oder so oder Headbangers Ball. Ja, da, wenn es da immer in deutschen Breiten guckt und mal rückblickend sich so ein paar Formate anguckt, da war halt der Thrash Metal auch Anfang der 90er noch sehr stark oder halt auch so Sachen wie Halloween, Blind Guardian, also auch Power Metal, Speed Metal, Running Wild, das hat halt, da war relativ wenig Platz für den Death Metal. Außerdem war Death Metal anfangs in Deutschland, glaube ich, gar nicht so einfach zu sehen, weil es war halt Krach für Kinder. Viele haben sich auch ein bisschen drüber lustig gemacht. Wenn man, das lustig ist, wenn man sich Beavis and Butthead anguckt, es gibt ja immer diese Beavis and Butthead wo sie Musikvideos rezensieren. Das sind ja eigentlich im Grunde Reactions, was sie, die haben die Reaction ja eigentlich miterfunden, witzigerweise. Und da wird Death Metal ja komplett zerrissen. Die machen sich Beavis and Butthead über Morbid Angel, sogar über Death machen sie sich lustig und das entspricht auch dem Zeitgeist, den viele Leute damals hatten. Und da Deutschland ja sowieso, finde ich, von den Entwicklungen damals in den 90ern immer ein bisschen hinterhergehinkt ist hinter der internationalen Szene, war, glaube ich, eine gewisse Feindseligkeit gegenüber dem Genre auch vorhanden. Ja, auf der anderen Seite muss man auch sagen, dem Black Metal wurde, wenn du mich fragst, auch mit viel Feindseligkeit begegnet. Absolut. Und die haben in meinen Augen eine absolut lebendige und für mich persönlich, da darf man mir gerne widersprechen, interessante Underground-Kultur daraus geschaffen. Und der Death Metal hat gemacht, kann ich jetzt nicht, ja gut, dann zensiere ich halt mein Album. Ja, dann nenne ich meine Band für den Auftritt halt um. Auch da kennen wir garantiert alle Beispiele für. Herr Tiamat. Und das sind dann halt alles so Sachen, wo ich mir denke, so, das ist und das ist halt das, was mich dieser Tough Guy Shit, der mich immer so nervt, immer so sich hinstellen wie der Größte und der Beste und der Härteste und noch mehr Zombies, noch mehr Leichen, noch mehr Köpfe einschlagen. Ach so, ja, ich darf nach 22 Uhr nicht mehr so laut, ja, wir drehen uns runter, kein Problem, wir drehen uns runter. Und das ist doch und das ist das Schlimme, dass ich verbinde das wirklich so sehr mit Death Metal, dass ich einfach wirklich relativ oft den Spaß an diesem Underground, an dieser Form der Underground-Szene verliere. Nicht, dass ich nicht gerne auf ein Death-Metal-Konzert gehe oder mir gerne Death-Metal anhöre oder behaupte, alle Bands wären schlecht. Das ist ja auch Quatsch. Es gibt tatsächlich aber das darf man nicht vergessen, es gibt eine Death-Metal-Subszene, die international, wo Deutschland durchaus punktet. Da bin ich gespannt. Der Tech-Death, der Technical Death-Metal. Ich hab's jetzt erst wieder in so einem internationalen von so einem großen, vom Bradley Cooper oder wie? Nee, wie heißt Bradley Cooper? Wie heißt denn seine Gitarren-Channel da? Ach, keine Ahnung. Der hat auf jeden Fall nicht ganz ernst gemeint ist, aber hat so ein spontanes Video gemacht, wo er gezeigt hat, so die drei besten Bands pro Metal-Genre, pro Metal-Subgenre. Und Deutschland war halt am meisten vertreten bei Tech-Death, Obscura und Necrophagist. Und das ist jetzt nicht einfach nur aus diesem einen Video abgeleitet, sondern mir ist es auch früher aufgefallen im Internet, was für ein unglaublich, gerade im amerikanischen Raum, für ein unglaubliches Following so eine Band wie Necrophagist hat. Ja gut, aber das ist jetzt, also das ist jetzt auch eine Ausnahme, ne? Ja, aber das ist halt, es ist ja eigentlich, Tech-Death ist ja eigentlich schon fast die so absolute Antithese zu das, was Death Metal ursprünglich sein wollte. Tiefe, naja, böse, fiese Musik mit unglaublich gemeinen Themen und auch, wo du deiner Mutter oder so weiter das Plattencover nicht zeigen darfst oder so. Und dann Obscura und Necrophagist waren dann ja auf einmal so Bands, die
Ja, ich sag mal so, das ist eigentlich so fürs Philosophiestudium. Weißt du, wie ich meine? Das waren ja, klar, weiß ich. Ich philosophische Themen, krasse Gitarrenriffs und also wo es mehr um Technik als um alles geht. Ich meine, das heißt Technical Death Metal. Es geht um Gitarrenkunst und es hat eigentlich nichts mehr mit der ursprünglichen Attitüde zu tun, die zum Beispiel bei ihren frühen Bandauffotos Sepultura oder Mantas hatten. Also die Vorgängerband von Death mit oberkörperfrei, blutverschmiert, Ketten oder sonst irgendwas. Sondern nee, die stehen da rum wie Studenten auf dem Campus. Das waren ja auch Studenten. Ich habe ja letztens noch gesagt, ich finde das auch immer blöd, wenn man sagt so Studenten-Metal, aber die sehen halt wirklich aus, als wären sie aus dem Mathematikstudium und du musst wahrscheinlich auch Mathematik studiert haben, um solche Songs zu schreiben. Ja, jetzt ist es ja alles Gent oder wie auch immer man es nennt. Na gut, da habe ich jetzt auch zu wenig Einblick. Aber ich glaube, man weiß schon ein bisschen, wo wir, also ich glaube, wir widersprechen uns da auch gar nicht. Wir wollen da so ein bisschen gemeinsam hin. Immer dieses... Es ist halt so unglaublich viel Image. Ja, ich weiß ja, dass das Black Metal auch oft vorgeworfen wird. Und natürlich ist auch viel im Black Metal totales Image. Aber beim Death Metal, das führt das Ganze ja nochmal ad absurdum, was da mit Image gearbeitet wird und sich dann so aktiv live noch widersprochen. Ja, mir ist schon klar, dass keiner von denen, also oder die allerwenigsten, will man ja vorsichtig sein, auch nur im Ansatz hinter dem stehen, was sie da auf der Bühne von sich geben. Aber es wird halt auch schnell irgendwie ganz schön langweilig, wenn man so seine eigenen Themen so krass ad absurdum führt. Und halt, weiß ich nicht, ich meine, es ist, denke ich, allgemein bekannt, dass der Corpse Grinder gerne Stofftiere ans Waisenhaus spendet, am liebsten World of Warcraft zockt. Das ist auch nichts Schlimmes, ja. Es ist nichts Schlimmes dran. Ja, aber ja. Die Geschichte wird halt auch nicht interessanter, umso öfter man sie erzählt. Boah, ja, ich habe ständig Posts da und siehst du irgendwelche, ich weiß auch gar nicht, warum ich den abonniert habe oder warum es mir wieder, also seine Posts immer wieder in die Timeline gespült werden. Ich glaube, ich habe gar nicht abonniert. Denn Facebook denkt nur, hier, guck dir das mal an. Und dann siehst du halt, wie er mit seiner Familie rumfährt, wie er seine Tochter und mit seinen zwei Freundinnen noch irgendwo hinfährt und sonst. Ich denke mir so, ja, cool Story, Bro, aber wie du schon richtig sagst, der Gag mit, ach, guck mal, das ist der krasseste Death Metal-Sänger der Welt und das ist aber voll der normale Familienvater, wie Überraschung. Wahrscheinlich die meisten ja. Metal-Musiker. Oh, das ist nämlich genau das, was ich meinte, so über diesen Trigger setzen, den habe ich da so ein bisschen vergessen. Die sind ja alle so nett. Mhm. Ja, klar sind sie das, natürlich, das sind alles auch nur normale Menschen, aber man muss deswegen auch nicht... Also man muss deswegen auch nicht so unheimlich angepasst sein. Ja? Also wenn ich wirklich an die, ich kann wie gesagt wirklich nur über die deutsche Death Metal Szene reden. Ich war im Ausland ich wüsste nicht, dass ich auf einem Death Metal Konzert im Ausland war in meinem Leben. Auf Black Metal Konzerten so einige Punk Konzerte. Da war ich schon eher, glaube ich, auf Death Metal Konzerte im Ausland als du. Ja, vielleicht ist es da ja ganz anders, aber hier in Deutschland ist es doch immer so, weiß ich nicht, da schlagen sie sich ja bei Chor noch eher den Schädel vor der Bühne ein. Ja, und dann wird immer Death Metal unterstellt, die stünden alle nur rum. Aber so ein amtlicher Death Metal Pogo. Ja, kommt doch an, wo du hingehst. Ja, vielleicht, ja, es kann doch sein, dass ich da einfach immer an die falschen Adressen gerate. Ja, es kommt auf die Band drauf an. Das kannst du nicht so verallgemeinern. Ich meine, du hast halt eher Bands, die so eine etwas düstere, also schon fast black-metallische Aura aufbauen wollen. Das ist sicherlich eher so. Aber es gibt natürlich auch partyorientiert. Ich habe mal so das erste Ballfrog-Konzert, wo ich war, 2006. Die Those Once Loyal Tour. Da Moshpit, da bin ich fast zerstört worden drin. Also das war echt totaler Abriss. Aber gut, ist halt auch Ballfrog. Ich wollte gerade sagen, ne, du kannst jetzt ja nicht die Flaggschiffe anführen. Na klar, ich rede ja nicht von Bolthrower, ich rede auch nicht von Morbid Angel und ich rede ganz sicher auch nicht von Carcass, sondern ich rede so von so deutschen Underground-Death-Metal-Bands. Also, sag mir da, ein so Konzert, wo dir so richtig einfällt, das war ja so richtig krass, da hat der Schweiß von der Decke getropft und da sind die Stühle durch den Raum geflogen. Ich meine, das ist immer so schwierig, weil in der Rückschau tut man ja gerne Dinge dann auch mal so ein bisschen verklären. Ja, absolut, absolut. Ich kann mich auf jeden Fall daran erinnern, dass wenn ich, also ich habe schon einige Gigs auch damals in Limburg, aber das Ding ist halt auch so in so Punk-Locations, ne? Also das ist so, es hängt aber davon ab, wo diese Death Metal-Konzerte waren. Im Gegensatz zu Black Metal konnten Death Metal-Konzerte schon gerne in so alten, ranzigen Punk-Locations stattfinden. Und da habe ich halt schon einige Sachen mitgemacht, wo ich auch selbst in die Organisation mit involviert war. Und gerade so bei Bands wie Wound oder bei Obscure Infinity damals oder so, da ging es schon gut vor der Bühne ab. Also da wurde schon ordentlich Alarm vor der Bühne gemacht. Meist mit mehr Headbang als Moshpit, das gebe ich dir recht. Aber
Es war kein Standfußball vor der Bühne. Auf jeden Fall. Ja gut, man neigt ja auch, habe ich ja vorhin schon mal gesagt, man neigt ja auch so die anekdotische Evidenz immer so ein bisschen zu wichtig zu nehmen. Ja, ja. In dem Moment wurden wir aber gefragt, warum mögt ihr die Szene nicht? Und dann habe ich so ein bisschen drüber mir kam es eben so vor. Ich kann es auf jeden Fall, also ich weiß, dass wir jetzt so kurz drauf antworten. Unterschreiben werden, ja, komm mal zu uns, komm mal dahin, komm mal auf dieses Konzert. Ja, mache ich vielleicht irgendwann mal, aber dann ist da auch nichts los. Also ich kann dir auf jeden Fall sagen, im Ausland, weil du hast ja eben noch im Ausland gefragt, ich war ja auf dem Killtown Deathfest 2013 in Dänemark, da war es aber noch in so einer Punk-Location. Entsprechend war es auch noch ein deutlich punkiger, das schmeckt dir nicht so gut, merke ich. Oh Gott. Nein, er guckt gerade sehr böse über das Allgäuer Bier, nicht das Altmünster, sondern das, wie heißt das nochmal? Allgäuer heißt das. Nee, Hüttenbier heißt das. Hüttenbier Export. Das Hüttenbier Export scheint nicht so gut anzukommen. Okay, gut zu wissen. Killtown war es sehr krasse Stimmung. Dann das in Dublin, das Unconquered Darkness 2016. Das war auch ein bisschen anders. Das war auch eher so eine, wir stehen mit verschränkten Armen vor der Bühne, weil da haben halt auch so Sachen gespielt, die eher so die richtigen Black Death gehen, so Possession oder so etwas oder Malocapatan und so. Also hat es auch ein eher angeblacktes Publikum. Und in der Schweiz war ich mal auf dem Konzert, aber das war auch ein kleines Konzert, das ging auch relativ gut ab. Und die Holländer. Die Holländer bewegen sich auch keinen Meter. Da war ich auch mal auf dem Death Metal Konzert, also zweimal. Ja. Gibt auch nicht viel Stimmung. Das ist so viel dazu. Stimmt, Netherlands Deathfest, stimmt, da war ja auch mal. Aber. Waren das nochmal? Netherlands Deathfest, war das nicht? Wo waren das nochmal? Nicht in Eindhoven. Nee, eben nicht. Das war auch nicht in Amsterdam. Wo waren das? Nee, das weiß ich jetzt nicht. Was ich sagen wollte auf jeden Fall, jetzt ist mir auch wieder was eingefallen. Ich hatte es ja letztens mal schon, ich hatte es in einer letzten Folge eingeblendet gehabt, Böse Death tatsächlich. Da kann ich mich sehr stark an einen sehr krassen, wir reißen die Hütte ab, Kick erinnern. Das war da auf dem Partisan. Im Zelt. 22. Jetzt kann man natürlich argumentieren, ja, Böse Death, die sind ja aber auch, die sind ja auch Grindcore beeinflusst. Ja, es ist Death Metal, Death Grind, Death Metal, so irgendwo dazwischen. Aber ich meine, nur weil jemand Grindcore-Einfluss hat, heißt es ja nicht, dass es kein trotzdem nicht Death Metal ist oder nicht, also und sich eher selbst auch als Death Metal versteht. Übrigens, ich habe es gerade mal gegoogelt, das Netherlands Death Fest ist in Eindhoven gewesen. Ich bilde mir ein, das war aber vielleicht auch mal woanders. Mag gut sein, ich kenne mich da jetzt, ich war da, also da selbst war ich noch nie, ich war nur auf kleineren Konzerten in Holland, weil ich mit Bands mitgefahren bin, die dort gespielt haben. Ja, im Death Metal kommt es halt wirklich auch auf das Subgenre an. Also der Oldschool Death Metal neigt dazu eher, dass man halt headbangt. Dann hast du halt so Bands wie Ausreißer, wie so eine Band wie Boltfro oder so, aber die ist halt auch die größer, die kommen ursprünglich aus dem Grindcore und so weiter, da ist dann auch mit Moshpit. Der Slam, da gibt es auch mal gut Circle Pits und so weiter, aber. Ja, aber das ist ja schon fast Tanzchoreo, ne? Ja, das wollte ich gerade sagen. Also das hat ja auch nichts, also hat ja fast auch nichts Wildes und Gefährliches. Nee, das auch nicht. Wozu ich wirklich auch wenig sagen kann, ist Deathcore, aber das Deathcore würde ich auch nicht zum Death Metal zählen, tatsächlich. Das ist eigentlich, finde ich, schon wieder zu sehr was Eigenes. Oder würdest du Deathcore zum Death Metal zählen? Nur um Leuten auf die Nerven zu gehen. Also jetzt auch nicht, nicht selbst. Ich finde, Deathcore. Ich finde Deathcore übrigens, wenn wir gerade drüber sprechen, ist das Genre mit dem am schlechtesten getiteltes, also dem am schlechtesten gewählten Titel. Mhm. Weil, wenn du mich fragst, ist Core immer was extrem Wildes und Death ja dann auch immer was sehr Hartes, also hart und wild. Und ich finde Deathcore in aller Regel einfach immer stumpf und langweilig. Ja, tatsächlich. Also gerade wenn wir hatten es vorhin ein paar Mal, die Leute, die es hören, dürft ihr alle machen, alles kein Thema, aber so Job for a Cowboy fand ich immer unheimlich, also das, was ich kenne, ne, fand ich immer unheimlich stumpf und langweilig. Es ist auch so, also Job for a Cowboy wurde auch immer so getan, als wäre das voll der Grenzgänger zwischen Deathcore und Death Metal, keine Ahnung. Dann auch so eine Band wie Lorna Shore wird ja auch zum Beispiel jetzt als die Deathcore-Band abgefeiert, wo ich mir denke, so, ich höre da weder Core noch Death Metal raus, muss ich ehrlich sagen. Ich check Lorna Shore eh nicht so richtig. Also das ist ja einfach so Studiomucke. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wo ich das so richtig so reintun soll. Es hat so gewisse... Ich würde sowas immer gern Sensationsmetal nennen. Du kannst ja so Sensationen, kannst ja immer so ein bisschen planen, indem du einfach so einen bekannten Standard einfach immer so maßlos übertreibst. So wie, wie heißen sie? Sanctified with Dynamite, wie heißen sie? Powerwolf. Weiß ich nicht, ne? Wenn eine Show zu groß ist und zu operesk oder auch Ghost, die dann ja auch einfach, ja, würden mir jetzt auch einige widersprechen. Ich habe, wie gesagt, einen der ersten Ghost-Auftritte gesehen.
möchte mal unterstellen, der ganz große Karriere funktionierte erst, als diese Band so extrem sich auf den Bombast ausgepackt hat. Hast du den Kommentar gesehen, wo jemand gesagt hat, dass Kanonenfieber wie Ghosts sind? Ja, ich weiß aber, wo er hin will mit dem Gedanken. Ja, ich weiß. Ich verstehe den Gedanken. Ja, das stimmt. Musikalisch könnten sie nicht weiter voneinander entfernt sein, auch was denn, also ich finde ja Ghost noch interessanter als die Musik von Kanonenfieber, und wer mich kennt, weiß, ich bin echt kein großer Ghost-Fan. Mhm. Aber ich weiß schon, wo er hin will, ne? Ja. Also hier Show über alles. Ja. Das ist Era Borealis, das ist Show über alles, ne? Aber gut, das ist ein anderes Thema, das ich an anderer Stelle nochmal aufgreifen möchte. Ja, und ich muss da nochmal kurz, also wie gesagt, es hängt im Death Metal halt sehr stark vom Subgenre ab, wie es vor der Bühne zugeht. Und ich gehe nochmal Ja? Geht ja auch nicht immer nur von, wie es vor der Bühne abgeht, und da habe ich noch mehr geschwitzt und noch drei Leute mehr umgeschubst als bei dem und dem Konzert. Ja, du hattest doch das Fass aufgemacht. Ja, aber es geht mir auch ums Anecken. Ach, das Anecken. Es geht ja auch nicht immer, also es eckt ja nicht, ach so, wir dürfen uns so nicht nennen, ja, dann nennen wir uns um. Ach so, wir dürfen heute kein Kunstblut verwenden, nee, brauchen wir auch gar nicht. Ach, weißt du was, nee, wir lassen die Bandshirts auch weg und ziehen uns am besten rote Hemden und schwarze Krawatten an. Ja, damit machen wir gar niemandem mehr was vor. Ich sag mal so, es gibt ja schon sehr aneckende Band, so eine Band wie Autopsy oder so aus Australien, wo dann auch wirklich abgefuckte Frauenleichen dann irgendwie Fotos, sondern eher so gemalt, aber halt auf dem Cover drauf sind. Aber das kannst du halt alles auch nur machen, weil du halt auch gar keine Öffentlichkeit hast. Ne? Ja, aber zeig mir den deutschen Underground, der keine Öffentlichkeit hat, der mit so Sachen experimentiert. Also wie gesagt, ich kann halt wirklich nur für den deutschen Underground reden. Ich kenne mich nicht so gut im Ausland im Underground aus. Und die Szene, warum, ne, der Kommentar sollte so ein bisschen, warum ich die Szene so ein bisschen doof finde. Vielleicht habe ich auch noch nichts Interessantes entdeckt. Aber wenn du dir dann so, weiß ich nicht, ich könnte jetzt natürlich 1000 Namen nennen und mir 1000 Feinde machen, aber so blöd bin ich jetzt auch nicht. Aber da, es fallen mir wirklich tagesfüllend fallen mir Bands ein. Ja, like doch dieses Video. Hatte ich eingeladen, XY mit Gefällt mir zu markieren auf Facebook oder auf Instagram. Liked unsere Beiträge. Und ich denke mir nur, warum? Ihr seid einfach die dritte Band mit einem bunten T-Shirt, die nichts macht, außer vor irgendwelchen Landmaschinen zu posieren. Ganz ehrlich, ich muss ganz einfach sagen, dass das eckt halt nicht an, weil es halt auch nicht den Anspruch hat, irgendwo rauszugehen. Es versucht ja auch nirgendwen zu erreichen, bei dem es anecken kann. Und da kannst du halt auch extrem werden. Klar, viele Death-Metal-Sachen würden initiiert werden, wenn das die richtige Person in die Hände bekommen würde bei der Bundesprüfstelle. Also so ist es ja nicht. Aber da ist halt so, keine Ahnung was, da hast du 100 CDs, 200 CDs verkauft, interessiert es dann auch wiederum keinen. Also von daher kannst du es auch ruhig machen. Ja, ich kenne schon Black-Metal-Bands, die weniger als 200 CDs verkaufen und Auftrittsverbote hatten. Jo, und da reine ich jetzt nicht von der politischen Schiene, ja, das ist ja nochmal was anderes. Jo, wollte ich gerade sagen. Ich mache dann auch ein Beispiel, wo du genau weißt, dass es jetzt nicht aus meiner Comfortzone kommt. Teufelnacht, weißt du, ich bin kein großer, krasser Fan dieser Band. Ja? Haben wahrscheinlich auch, berichtigt mich, keine oder vielleicht gerade 200 CDs verkauft oder vielleicht so in der Größenordnung. Da musst du falls Crawling Chaos zuhört, kannst du dir mal in die Kommentare schreiben. Ja, schreib's uns doch drunter. Also wir müssen da jetzt, es geht nicht drum, um auf irgendeine Band zu zeigen. Aber das ist doch eine Band, die wirklich versucht anzuecken. Die gefällt mir vielleicht nicht. Aber das ist doch tausendmal interessanter als eine, jetzt sag mir schnell irgendwas, was habe ich hier stehen? Irgendeine Death Metal Band, die. Irgendeine Death Metal Band, die zum 23. Mal das HM2 zu Tode reitet. Deserted 4. So, nehmen wir Deserted 4. Die können mit Kritik aus unseren Reihen umgehen. Die sind eh groß genug, die können das abhaben. Die stecken das weg. Die verkaufen das Doppelte an CDs und weiß ich nicht, da wird halt lieb in die Kamera gegrinst und weiß ich nicht. Weiß nicht, auch Deserted 4, die mal so einen Besuch hatten vom Krachmucker und dann einfach Kuchen gegessen wurde die ganze Zeit? Das kann gut sein. Die hatten auch, glaube ich, schon mal irgend so ein, für was, Mediamarkt oder Saturn, hatten die auch, glaube ich, irgend so einen Werbespot gemacht oder so. Jetzt hier die Metal-Wochen und so weiter. Das halt, ne? Also es sind ja in der Regel auch schon so Death-Metal-Bands, die sich für sowas, solche Sachen dann nicht zu schade sind. Mhm. Ja, wo man dann immer die ganz harten Jungs, ne? Wo ich mir denke, nee, ey.
Und das ist dann immer so das, was das ist eben, also es sind nicht alle so, das ist mir schon klar. Und es gibt tausend Gegenbeispiele, aber auf die Frage, was stört euch an der Szene, genau das. Ich muss das ja noch mal ein bisschen auch in mein Verhältnis rücken, wie gesagt. Also was du meinst, ist ja vor allen Dingen so diese etwas ziellosere Szene. Also diese Szene, die irgendwo zwischen Brutal Death, irgendwo zwischen Tech Death und irgendwo zwischen, ja, da ist auch einfach klassischem Death Metal rumwabert, aber kein richtiges Ziel hat. Ich hatte echt Hoffnung damals, weil nach den schlechten 2000er Jahren im Death Metal kamen ja noch die 2010er. Und die 2010er war eine richtige Explosion an Kreativität, was Oldschool Death Metal angeht. Der Oldschool Death Metal hatte so ein kleines Revival, was so das Jahrzehnt über auch gefühlt angehalten hat. Aber um ein bisschen vorzugreifen, es ging halt nicht gut aus. Ich meine, ich hatte echt viel Hoffnung, weil es gab echt diese Bands, so wie auch, keine Ahnung was, Alchemist, Necros Christos, Sonne Adam oder so, die halt so ein bisschen auch Überschneidungen im Black Metal hatten und auch... Necros Christos, so ein gutes Beispiel übrigens für das, was ich meine. Eine Band, die sich mal aus dem Fenster gelehnt hat. Mhm. Oder auch so eine Band wie Chapel of Disease, die halt auch kreative Grenzen gepusht haben. Nicht alle gut, fand ich nicht alle Grenzen gut. Irgendwann ab einem dritten Album oder so bin ich nicht mehr ganz so mitgegangen. Inzwischen kann man es auch nicht mehr als Death Metal bezeichnen. Aber trotzdem haben sie mal versucht, was anderes zu machen. Auch Bands wie Grave Miasma, Venenum, hier, wie heißen sie? Kann ich jetzt hier? Sulfur Eon, genau, hatte ich ja eben schon erwähnt. Sulfur Eon auch, ja, groß aufgefallen mit diesem sehr, ja, wie soll man sagen, diesem Cthulhu-mäßigen, diesem krass epischen Thema und so weiter. Auch Slaughter Day ist eine tolle Band, die man hier an der Stelle erwähnen kann, die nochmal versucht hat, in so eine Autopsie-Richtung zu gehen, aber mit einem neuen Twist. Und ganz ehrlich, obwohl es am Anfang sehr stark halt auf Zitieren von anderen Bands war, diese Oldschool Death Metal Szene, hatte ich die Hoffnung, dass man dieses Mal nochmal in die richtige Richtung abbiegt, weißt du? Weil, dass man nicht wie in den 90ern einfach das Ganze ausfasern lässt und keine richtige Bestimmung findet, sondern dass man jetzt schafft, sich richtig zu etablieren, dass man sozusagen eine ernst gemeintere Death-Metal-Szene erschafft, weißt du? Eine, die doch so ein bisschen so als Pendant zum Black-Metal passt. Richtig, die hat auch mal so richtig sich nicht so schade ist, die Szene bei den Eiern zu packen und den Leuten auch mal auf die, einfach mal zu nerven. Mhm. Einfach mal zu sagen, hier bin ich und ich gehe jetzt auch nicht weg und wisst ihr was, ich mach's jetzt noch extremer. Ach so, was irgendwie, ihr habt gesagt, ich darf das nicht, ja dann komme ich auch nicht, dann könnt ihr mich alle mal. Mhm. Aber den Eindruck, wie gesagt, nochmal, alles, was ich hier sage, sind keine Tatsachen. Ich bin kein Journalist und ich bin auch nicht tief in dieser Szene drin. Alles, was ich sage, ist anekdotische Evidenz auf die Frage, was nervt dich an der Death-Metal-Szene? Und es ist wirklich dieses, widersprecht mir bitte, ich würde mir wirklich jetzt Kommentare wünschen, weil ich ja wirklich die Hoffnung langsam auch verliere, ja, in diese Szene. Widersprecht mir da ruhig und sagt mir hier, zeigt mir Bands, wie krass die sind. Und damit meine ich nicht, sich ein bisschen Schminke ins Gesicht klatschen, aussehen wie eine Black-Metal-Band und so zu tun, als wäre man die Allergrößte. Das reicht mir nicht. Ja? Das reicht mir nicht. Ich muss ganz ehrlich sagen, was mir so ein bisschen auch gefehlt hat, was dann auch passiert ist, ist halt ein bisschen an seiner eigenen, ja, an seiner eigenen Tradition auch ein bisschen erstickt dann jetzt in Ende der 2010er, Anfang der 2020er Jahre, weil das Revival ist irgendwie kreativ nicht vom Fleck gekommen. Es gab diese tollen Ansätze, aber ich habe auch ein bisschen das Gefühl, dass die ganzen Leute, die da wirklich diesen kreativsten Drive hatten, haben sich auch irgendwie dann direkt wieder zurückgezogen. Oder beziehungsweise haben nicht weitergemacht. Bands wie Alchemist gibt's nicht mehr. Necros Christos haben sich ja aufgelöst und haben ja, glaube ich, mit einem anderen Projekt weitergemacht, was aber auch nicht mehr den gleichen Impetus hat. Obscure Infinity gibt's nicht mehr. Wound liegen auf Eis gerade. Es ist, Revel in Flesh haben sich aufgelöst. Also die ganzen Bands, die auch so ein bisschen dieses Revival auch gerade in Deutschland getragen haben und auch die Szene in meinen Augen in die richtige Richtung drehen konnten, weiß ich nicht, sind, glaube ich, auch ein bisschen an der Szene halt auch so ein bisschen verzweifelt, könnte man fast sagen, ohne das jetzt jedem unterstellen zu wollen. Aber ich hatte auch manchmal das Gefühl, dass gerade die guten Bands, die ich jetzt persönlich gern gehört habe, wo ich das Gefühl hatte, ja, die können was, die können das Ganze auch mal ein bisschen auflockern, die wurden aufmischen. Aber, genau, die wurden aber von der Death-Metal-Szene in Deutschland, von den Hörern, nicht so angenommen, wie sie es verdient hätten und haben entsprechend dann irgendwann gesagt, so, dann lassen wir es halt. Genau, und das meine ich halt. Und das ist natürlich was, da beißt sich die, natürlich ist das halt für eine Band unheimlich frustrierend. Aber da weiß ich nicht, einer muss den Job ja machen. Ein so ein leuchtendes Beispiel, also ein gegenteiliges Beispiel fällt mir gerade ein. Sagt dir Endseeker was? Ja klar.
Endsieger fand ich so unheimlich erfrischend. Hm. Absolutes Gegenteil zu dem, was ich sage. Nicht, dass das nicht nette Typen sind, darum geht es mir gar nicht. Und ja, diese schwarze T-Shirt-Attitüde finde ich auch ein bisschen boring. Da könnte man sich auch ein bisschen mehr einfallen lassen. Aber das ist so eine richtige Band, die rasiert einfach einmal quer durch ganz Deutschland, jetzt schon seit mehreren Jahren, zeigt einfach so der ganzen Welt den Mittelfinger und macht einfach ihr Ding. Davon bitte mehr. Das darf nicht immer die Ausnahme sein und das darf dann auch nicht, ja, die machen ja auch nur XY, ja, machen sie auch nur. Die erfinden das Rad auch nicht neu, aber sie machen es mal wieder richtig. Auf jeden Fall. Und das ist das, was ich sage und was mich an der Szene immer wieder so nervt. Es geht nicht drum, irgendwie die, ob ihr die beste Death Metal Band seid, kann jemand wie ich sowieso nicht bewerten. Aber ich kann sehr wohl bewerten, wenn Bands was machen. Mhm. Und dieses Machen, weiß ich nicht, ein Konzert im Jugendzentrum 3 Städte weiter zu organisieren, ist nicht was machen. Ja. Eckt auch mal an. Ja. Und wie gesagt, wenn ich schon Teufelnacht als Beispiel anführe, dann wisst ihr, was da passiert ist. Aber das ist ja eine Band, die anecken quasi von Berufswegen macht. Man darf halt, also wenn man Angst hat, in der eigenen Szene anzuecken, dann wird es halt auch problematisch. Danke, Adrian, du hast es auf den Punkt gebracht. Das ist so. Und das finde ich das Problematische. Und die Death Metal-Szene ist so eine. Also viel zu viele Leute. Ich weiß nicht, so gewählte Langeweile irgendwie. Also das, vielleicht hätten wir uns da jemanden mit. Nein, das ist schon okay. Also es ist ja, also wir haben es ja eben schon gesagt, es ist nicht so, dass es niemanden gibt, der was machen wollen würde. Aber es wird ja. Halt, Mut wird halt auch selten belohnt in dieser Szene. Es wird eher belohnt, dass man sagt so, boah, geil hier, die sind ja mega geil, wo ich mir denke so, die Band startet jetzt gerade durch. Die macht jetzt wirklich gar nichts Neues. Die machen das, was schon 100 Mal da war. Aber aus irgendeinem Grund wird ausgerechnet die von den 100 Copycats, die es gibt, ist es ausgerechnet die, die jetzt hier, keine Ahnung was, auf dem Wacken spielt oder so, wo ich mir denke, okay, keine Ahnung, was da passiert ist. Ja, man hat schon immer das Gefühl, in der Szene wird viel gewürfelt, ne? Ja. Und also, ich sag mal so, es gab dieses Jahr hat mich, glaube ich, eine Oldschool-Platte wirklich abgeholt. Eine. Und das war vor ein paar Jahren, da waren es 10 oder so. Dieses Jahr war es eine, das war Evoked mit Immortal Arts. Die war echt gut. Grüße hier nochmal an Leave No Cross Unturned. Sehr geile Platte gewesen. Und das ist, man fragt sich in einer Szene, die ja rein rechnerisch so unheimlich groß sein müsste, wenn man das immer so von außen betrachtet. Das ist ja ein ganz ähnlicher Zusammenhang für mich wie in der Hip-Hop-Szene. Wenn man von außen drauf guckt, müsste die Szene ja immer so groß sein. Aber dann wird doch nur den großen Bands hinterhergelaufen. Mhm. Und das ist zum Beispiel auch so was mich so unheimlich stört, dieses, man hat so irgendwie nicht so das Gefühl, dass es da so eine richtige, weiß ich nicht, so eine richtige Treue gibt, wie du schon sagst, ne? Eine Band wie Evoke zum Beispiel, bleibt man bei dem Beispiel, bringen ein geiles Album raus, oh, lass uns aber lieber heute Abend zu der Band gehen, die klingt noch mehr nach Asphyx, die klingt noch mehr nach Morbid Angel, aber auch da nur die Alters of Madness, die klingt noch mehr nach Entomb. Das Problem, was ich einfach sehe bei den Hörern, ist, dass wenige Underground-Bands wirklich supported werden. Das keine Szene oder sehr wenige Szenen im Metal sagen diesen Spruch support your local Underground oder support your Underground so oft wie die Death-Metal-Szene und tut's dann nicht. Ich würde sogar das Wort penetrant an der Stelle erwähnen. Ja, also kaum einer sagt das so oft wie diese Szene und dann wird's aber tatsächlich schlecht gemacht, weil ich war in meinem Leben echt auf sehr, sehr vielen Death Metal Underground Konzerten und die meisten waren nicht besonders gut besucht. Aber dafür geben sie alle sonst wie viel Geld aus, um zum 100. Mal Asphyx, Obituary und keine Ahnung, Sinister zu sehen. Ja, oder geben eben 45 Euro für eine Vinyl von Frozen Soul aus auf dem Partisan. Ja, weil die Band eben die Band ist, die noch am ehesten nach Bolt Thrower klingt. Ja, yeah, Frozen Soul ist auch so eine Band. Also ich finde es nicht schlecht, aber dass die so gehypt wird, wie sie gehypt wird, das erschließt sich mir nicht. Das ist komisch, ne? Mhm. Das ist so komisch. Ich habe selten eine Band gesehen, wo sich ein Hype so vor meinen Augen aufgelöst hat wie bei Frozen Soul. Ja. Aber das ist genau das, was ich eben meinte. Das ist so, wo ich mir denke, ich kenne 100 Bands, die mindestens genauso gut und noch besser sind als Frozen Soul. Die haben es nicht geschafft, ja. Aber aus irgendeinem Grund ist jetzt Frozen Soul das Nonplusultra. Ja, also wenn du mich fragst, Endseeker klingen nichts, ne? Also könntest du genauso da anbringen. Würde genauso funktionieren. Aber man hat auch immer das Gefühl, so die Leute fressen ja auch, was ihnen vorgesetzt wird. Gut, bei Endseeker würde ich halt auch sagen, Endseeker haben halt einfach eine extrem gute Show. Sie haben einen sehr ausgefallenen Frontmann.
Der halt auch einfach, also der ist halt eine Erscheinung, wenn du es live siehst. Also das ist schon, das ist halt auch wichtig, ne? Also man muss halt auch auf der Bühne überzeugen können, man muss halt auch so ein gewissen, das gewisse Etwas haben als Musiker, dass die Leute vor der Bühne sagen so, oh, ich bleib mal stehen hier. Das ist nicht einfach nur das ist nicht eine Band wie jede andere. Ja, so kam ich auch zu Endseeker. Die waren damals Tour-Support. Mhm. Glaubst du, das fällt mir ein? Ich glaube Grave, weiß ich nicht mehr. Kann sein, ja. Ich glaube, wir haben mal zusammen getan. Weiß ich nicht mehr. Die erste Band, 25 Minuten Spielzeit und ich bin genau wie du sagst, so gerade so von der Garderobe zur Bar gelaufen und wollte mir ein Bier holen und das ist eine von den ganz wenigen Bands, wo ich dann einfach geblieben bin und mir kein Bier geholt habe, sondern mir die Band angeguckt habe. Genau, genau. So live, es ist aber tatsächlich, es ist einzige eine Band, die ich mir live angucke, sehr, sehr gerne, aber wo ich auf Platte gar nicht mal so oft reinhöre. Nee, hörst du nicht. Schade eigentlich. Obwohl, ne? Wenn ich ja mal ein Review schreibe oder mal reinhöre, finde ich schon ganz geil, aber es ist jetzt nicht so der Drang, dass ich jeden Tag reinhören muss. Aber eine Underground-Band, wo ich sagen muss, da freue ich mich, dass sie erfolgreicher werden, weil sie auch schon lange unterwegs sind und Stillbirth. Stillbirth gönne ich ihren Erfolg, sie sind jetzt auch nicht mega erfolgreich, also das muss man jetzt auch mal in Perspektive setzen, aber allein schon, was sie da mit Konzertorganisation machen. Ich wollte gerade sagen, das ist, weil es eine Band ist, die was macht, ne? Ist das Dortmund Death Fest? Ja, ich meine, dass da der Sänger mit drin hängt. Und noch andere Geschichten, also ich bin wirklich nicht so. Death Feast meine ich auch. Aber jetzt, ich traue mich da nicht, also ich meine, also der es ist war auf jeden Fall in dieser Death NRW. Death Feast, aber ich will jetzt auch nichts Falsches sagen, dass sie damit verbandelt sind. Ja, und das ist das halt. Warum machen das nicht mehr Leute so? Es ist einfach so komisch. So dieses mal was riskieren, das scheint da einfach nicht stattzufinden. Nee, es fand ja schon statt, wie gesagt, aber es ist halt sehr undankbar. Das wollte ich ja eben sagen. Oder vielleicht ist es so, dass ich sage, es passiert nicht, du sagst, das passiert doch, es wird nicht belohnt. Und dann ist es ja logisch, beim 10. Mal auf die Fresse fallen, macht es natürlich keiner mehr nach. In den 2010ern gab es so gute Ansätze und auch so gute Bands, die dann aber nach ein paar Jahren wieder in der Versenkung verschwunden sind, weil ich das Gefühl hatte, es hat nicht abgehoben. Es hat nicht abgehoben und es wurden dann halt, und das, ich will jetzt auch nicht, Gottes Willen, ich will denen jetzt echt nichts Böses oder so, aber die Deserted 4 sind halt Partisan, sonst was geht, klar, weil sie auch so ein bisschen die lokalen Helden dort waren, das Thüringer, aber die Deserted 4 waren nicht die Spitze des 2010er Death Metal Eisbergs in Deutschland. Sie waren gut, das möchte ich Ihnen gar nicht absprechen. Gute Band und so weiter, machen eine gute Live-Show und so weiter, auf jeden Fall. Aber sie sind nicht die kreative Spitze gewesen. Da gab es so viel krassere und interessantere Bands, wo ich mir gedacht hätte, so die schaffen es, die brechen durch. Und die es dann nicht geschafft haben, wo ich mir denke, so, das ist irgendwie komisch. Ich verstehe diese Death Metal-Szene in Deutschland nicht von Hörern. Klar, du hast schon recht. Sind auch ein hoher Altersdurchschnitt, das darf man nicht vergessen. Du hast einen, das hast du eben schon gesagt, so eine Operveranstaltung. Oftmals hast du auch. Eine Rentnerszene habe ich es genannt. Oder Rentnerszene. Gibt natürlich sehr viele, die auch schon in den 90ern dann halt mit dabei waren oder halt auch schon über 40 oder sonst irgendwas sind. Und das soll jetzt gar nicht negativ gemeint sein, aber viele von denen habe ich das Gefühl, dass sie nicht mehr so überrascht werden wollen. Ja, dass die so fertig sind, ne? Ja, die sagen so, ja, ich habe meinen Sound gefunden und den möchte ich jetzt auch so haben. Und ich möchte jetzt nicht, dass es zu sehr in andere Richtungen oder zu viel Experimente gemacht werden. Vielleicht kam auch einfach zu viel raus, überlege ich mir gerade. Ja, das auf jeden Fall. Ach du Gott, kam viel raus. Aber wenn man so gerade, nämlich mal so drüber nachdenkt, ich habe auch gerade überlegt, so Anfang, Mitte der 2000er, vielleicht hat sich die Szene auch einfach so richtig so ihr eigenes Grab geschaufelt, indem sie alle zugeschissen haben mit Veröffentlichungen. Mhm. Ja. Vielleicht touren deswegen. Waren es Demilic, ja, ne? Die mit einem Album seit 40 Jahren touren? Wer? Demilic, waren es nicht die? Demilic, ja, das stimmt. Ja, ich glaube schon, dass sie nicht viel haben. Ja, vielleicht haben die es richtig gemacht. So einfach ein Album machen und einfach für den Rest deines Lebens touren. Aber ich mein, scheint der Death Metal-Szene ja zu reichen. Ja, ich glaube, die waren auch lange nicht aktiv. Weiß ich nicht. Ja? Musste ich den letzten Mal wieder drüber schmunzeln. Ja, das kommt schon sehr, sehr gut hin. Ach ja. Nee, also. Das ist alles so ein schwieriges Thema, wenn du mich fragst. Ja, es ist halt, was heißt schwierig, es ist halt super frustrierend. Ja, ja. Weil du du siehst, du beobachtest das von außen, so wenn du zumindest ich bist, so eine Szene mit allen ihren Möglichkeiten und Potenzialen und, weiß ich nicht, riesen Locations und Möglichkeiten und 1000 Bands und dann ist es alles dann doch immer so unheimlich enttäuschend. Mhm.
Also Bands wie Morgoth, Purgatory, Disbelief, die irgendwie nie so richtig den Durchbruch geschafft haben international. Nee, also bei Purgatory tut's mir echt leid aus Nossen. Ja, ist schade, ne? Ist echt richtig schade. Weil die sind, das ist echt eine fette Band. Auch, Morgoth, klar, die am ehesten noch, die hätten es, glaube ich, noch am ehesten schaffen können, damals in den 90ern, aber da war halt, also ich meine, die Konkurrenz damals war halt auch sehr, sehr stark, das muss man halt auch dazu sagen, was Anfang der 90er war halt, die paar Jahre, die es im Anfang der 90er seine Hochzeit hatte, der Death Metal, da war halt auch die Konkurrenz super fett, muss man einfach so sagen. Ja, wie gesagt, ich will jetzt nicht so klingen, so das Problem seid ihr, ich höre ja auch Death Metal, ich sehe mich ja auch irgendwo als Teil der Death Metal Szene an, ich habe ja hier sogar auch hier extra Underground heute angezogen, Bloodjob aus Gießen. Der Nagaroth aus, nach reden wir nicht drüber. Auch aus Deutschland. Ja, ich hörte davon, aber er lebt wohl jetzt in einem Truck in den USA. Das ist der neue Conny Reimann. Wird der jetzt auch 50? Kommt hin. Ja, hier, wie gesagt, wir haben echt talentierte Bands und das ist hier, Bloodjob kann ich sehr empfehlen. Die machen brutal, auch leicht technischen, aber nicht zu sehr Death Metal, der einem nicht auf den Sack geht. Der ist so, wie du sagst, ein Bier, darf dir nicht auf den Sack gehen, so gehen die mir nicht auf den Sack. Normal gehen mir brutal Death Metal Bands, ja genau, dann Heineken, aber ich will jetzt, das kriegen sie vielleicht in den falschen Hals, wenn ich sage, das ist Heineken Death Metal. Ich kenne die Band nicht, aber ihr seid Heineken Death Metal. Sehr gut. Das muss ich mir fürs Intro merken. Mach das hier, aber In Flames hat doch mal mit Carlsberg geworben, ja, oder? Ja, da gab es doch, glaube ich, so ein T-Shirt in dem Stil. Carlsberg ist ja auch eigentlich, also, oder? Carlsberg ist doch einfach Heineken. Und Tuborg ist auch, Carlsberg, habe ich gelesen. Ja, nee, die, das ist ja eine riesen Brauerei. Ja. Aber also Carlsberg schmeckt, finde ich, einfach ganz genau wie Heineken. Also das ist meine Meinung, also keine Ahnung. Habe ich das Bier auch nur ich habe jetzt auch noch nicht so viel Carlsberg in meinem Leben getrunken, aber ich dachte, Moment, das kenne ich doch. Wenn man in Irland ist, trinkt man, also weiß nicht, du warst ja auch schon ein paar Mal in Irland. Einmal Carlsberg kriegst du da halt an jeder Ecke. Ich war häufiger auch in England, aber ich war einmal in Dublin auch hier. Das stimmt schon, ja. Nee, das stimmt schon, ja. Egal, jetzt kommen wir wieder ganz woanders. Ja gut, das Problem ist, bei diesem ganzen Thema ist, ich weiß gar nicht, wo wir hier rauskommen sollen, weil es ist eine sehr deprimierende Geschichte, weil du hast, also der Death Metal wirkt wie so als eins, es ist eins der großen Metal-Genres. Es gibt den Black Metal, es gibt den Death Metal, es gibt den Heavy Metal, es gibt den Thrash Metal. Aber auch in der Reihenfolge zählt man es oft ja auch. Ja, ne? Genau. Das sind so die großen Genres. Das kann man, also wenn man, nenn mir drei Metal-Genres, dann ist es auf jeden Fall Death Metal mit einer dieser Genres, die Leute auf sagen werden. Und dennoch ist Death Metal, erstmal, er hat viele Chancen verpasst in meinen Augen. Immer wenn er die Chance hatte, sich jetzt mal so richtig durchzubrechen, ist es irgendwie wieder abgeflacht. Oder es hat sich selbst irgendwie, ist an sich selbst erstickt irgendwie. Keine Ahnung. So, sowohl in den 90ern wie auch, finde ich, jetzt in den 2010ern. Es konnte nicht so den ganz großen Bass mitnehmen. Außer halt die Bands, die schon immer da waren. Und das ist aber so leider, finde ich, so ein bisschen wiegt einen in falscher Sicherheit, was die Vitalität dieses Genres angeht, finde ich. Jo, mein Gott, Asphyx regelmäßig hauen gute Sachen raus. Es gibt die Cannibal Corpse, es gibt auch immer noch Suffocation und es gibt auch immer noch Unleashed oder so. Gibt's alles noch. Und das sind die verkaufen auch gut Konzertkarten, wenn sie irgendwo spielen. Wenn die eine Tour spielen, dann sind die Leute auch am Start und so weiter, auch At the Gates oder so. Aber sind wir mal ehrlich, es mangelt dort wirklich an den großen Bands, wo man sagt so, oh, krass, ich fahre jetzt mal 2 Stunden irgendwo hin, weil ich eine coole neue Death-Metal-Band sehen will. Das macht kaum jemand. Vielleicht ist es so, dass ich aus der Ferne dieser Szene unterstelle, dass sie keinen gesunden Underground haben. Nee. Dass sie einen Underground haben. Aber ich weiß nicht, ob ich den als gesund beschreiben würde. Ja, so einen Underground gibt es definitiv. Aber der. Den gibt es natürlich. Also das zu bestreiten, wäre absoluter Quatsch. Aber das es gibt ist ja, weiß ich nicht, als würde man bestreiten, dass Bielefeld eine Stadt ist. Grüße, auch mit dem Paderborner, Grüße nach Ostwestfalen. Ja. Norddeutschland. Was dem Death Metal aktuell so ein bisschen mangelt, ist so dieser orthodoxe Underground. Oder beziehungsweise er ist aktuell ein bisschen am Abkühlen. Wie gesagt, er war relativ stark die letzten Jahre. Ich habe das Gefühl, vielleicht kriege ich auch einfach nicht mehr so viel mit. Kann ja auch sein. Vielleicht bin ich auch einfach blöd. Korrigiert mich da gerne, wenn ihr das anders seht. Aber so dieser wirklich, der Black Metal lebt ja auch von seinem orthodoxen Underground, der das Ganze so ein bisschen am Leben hält, der das kuratiert, der schaut. Weißt du,
ich meine, man kann zu Black Metal Promotion stehen, wie man will, aber dass es sowas gibt, auch in der Größe, zeigt ja schon mal an, dass es auch einen gewissen Bedarf danach gibt. Wir möchten neue Bands, wir möchten neue Sachen kennenlernen und so weiter. Und es gibt natürlich auch Death Metal Channels dafür, aber es gibt nicht so die eine große Anlaufstelle, sondern mehrere. Klar, es gibt Slam Worldwide. Ja, die gibt's. Jo, aber das ist nett zu vergleichen von der Größe her in meinen Augen. Und das ist auch nur sehr speziell, ist auch nur sehr spezieller Death Metal, den die abdecken. Also ja, und man möchte an der Stelle bitte nicht vergessen, dass die Death Metal Szene viel größer ist als die Black Metal Szene. Mhm. Eigentlich schon, ja. Und das ist ja das Absurde. Man ist sich so einig, aber auch so nicht in der Death Metal Szene und das ist so anstrengend. Ich weiß. Ich glaube, fehlen die Feindbilder? Mal ehrlich, fehlen die Feindbilder? Im Black Metal kannst du dich ja vortrefflich über Bands streiten, ne? Hier, ich habe ein Nagaroth-Shirt an. Das ist ja in der eigenen Szene, kannst dich damit schon unmöglich machen. Ganz unproblematisch. Sagen wir mal so eine Death Metal Band. Macabre würden mir jetzt einfallen, wo der ein oder andere dir kommen mit, das kannst du nicht machen. Ja, geht schon. Aber eher so die Borgery vielleicht. Aber auch nur, weil sie peinlich sind. Ja. Ja, reicht doch schon. Sorry. Also ich mag ihn ja, ne? Aber. Ich sag. Weißt du, was ich meine? Ja. Ich meine, man kann nicht immer nur Horthopsy sagen. Komm, sag mir eine Band, mit der du dich wirklich mit einem Death Metal Shirt, mit dem du dich innerhalb der eigenen Szene unmöglichst machen kannst, außer Horthopsy. Lass mich mal kurz. Ja, gut, das ist ja mal, da bist du schon aber eher im Grindcore, muss ich ganz ehrlich sagen. Also wenn du schon bei so Jigai-Bands bist oder so. Ja, aber wäre es so schlimm? Weiß ich nicht. Ja, kann sein, stimmt schon, ne? Sowas kannst du dann machen. Also es kommt doch mal dran, wo du halt bist, ne? Wenn du zu einer Oldschool-Death-Metal-Show gehst und hast halt, keine Ahnung, was an, so ein ultra buntes Carnifex-Shirt oder so, da wirst du wahrscheinlich auch ein bisschen, also gut, es wird dich ja keiner irgendwie dumm kommen oder so, aber es wäre halt schon so ein bisschen Augen verdrehen oder so. Da wirst du auf jeden Fall so ein bisschen, naja. Jetzt. Weil, ne, also ich will damit ja noch sagen, ne, also Reibung erzeugt ja Energie. Vielleicht ist es auch das, vielleicht fehlen dem Death Metal die Feindbilder. Ich sag nicht, das ist eine Tatsache, es ist nur eine Überlegung. So, woran liegt das? Woran liegt das, dass die Szene so konform und so gleichförmig daherkommt? Die Szene ist ja riesengroß. Ja, auf jeden Fall ist sie riesengroß. Aber ich sag mal so. Um das jetzt nochmal vielleicht hier, wir sind schon bei 100 Minuten, aber im Black Metal hast du halt viele Leute, die, also es gibt Black Metal, die hören nur Black Metal. Und sonst eigentlich keinen anderen Metal oder nicht viel anderen Metal. Definitiv. Also die hören zu, definitiv gibt's das, ja. Die hören zu 95% oder 99% Black Metal und das war's. Das findest du, finde ich persönlich, im Death Metal nicht so oft. Du hast, es gibt sicherlich auch Leute, ich meine, Wolle oder so hört auch super viel Death Metal. Na, der hört schon noch die eine oder andere. Genau, er hört auch andere Sachen oder doch Thrash Metal und so weiter. Und das ist, glaube ich, der springende Punkt. Für die meisten Death Metaler ist Death Metal vielleicht das Hauptgenre, das sie hören, aber es ist nicht das einzige Genre, was sie hören. Sie hören dann oftmals auch Heavy Metal oder Thrash Metal oder auch vielleicht auch Black Metal. Ich höre ja auch gerne Black Metal und Death Metal. Soll es auch geben. Oder Grindcore oder sonst irgendetwas. Also, und das ist, glaube ich, immer so ein bisschen das Problem, ne? Also, dass es an Leuten mangelt, die so dieses 200-prozentige, ich verschreibe mich dem komplett. Das fehlt halt auch so ein bisschen, ne? Und dann hast du, und dann ist es halt eher so, dass sich die Fanbases dann halt einigen, ne? Man einigt sich darauf, dass man, keine Ahnung was, über die neue Asphyx redet und über die neue Cannibal Corpse Scheibe oder auch auf die entsprechenden Touren oder auf die Festivals geht. Aber dass es dann weniger Leute gibt, die sagen hier, was ist denn eigentlich mit der, hier, was ist denn mit der letzten Grave Miasma gewesen? Wie findest du das? Weißt du, weil du viel weniger Leute hast, die sich auf so eine kleine Band einigen können. Oder Interesse an so einer kleinen Band hätten, potenziell. Sowas muss es ja sein. Also in die Richtung muss es ja gehen. Also irgendwo kommt es ja her. Mhm. Oder liegen wir komplett falsch? Kann ja sein. Das ist eine Folge, die hat wirklich Potenzial, dass wir uns komplett in die falsche Richtung verrannt haben und auch einfach auf eigenen Erfahrungen basierend in eine falsche Richtung gerannt sind. Ist ganz ehrlich, klar, ich unterstelle jetzt der Death-Metal-Szene einfach, dass da nicht mehr viel passiert ist, nachdem ich mich auch so ein bisschen in den letzten Jahren so ein bisschen davon entfernt habe. Aber ich krieg's halt auch einfach nicht mehr so mit. Also,
dasselbe, was ich in den 2010er noch mitbekommen habe, was da abging und so weiter, an krassen, interessanten Underground-Shows von Bands, die halt auch deutschlandweit relevant waren im Underground, ist es doch wieder sehr ins Lokale zurückgegangen, dass Bands auch wieder eher nur eine regionale Bedeutung haben, gerade in Deutschland jetzt. Und das ist halt auch so ein bisschen, ja. Mit einfach auch einer extrem kurzen Halbwertszeit, wenn du mich fragst. Also 10 Jahre sind da ja schon fast extrem viel. Ja, das ist so der typische Albumzyklus von Spreading Miasma. Bringt mal wieder was Neues raus, Jungs. Haben wir noch mal Zeit. Jetzt wart ihr schon auf der Hauptbühne beim Palisheim. Was braucht ihr denn noch? Spreading Miasma? Waren die nicht? Nee, warte mal. Grave Miasma. Grave Miasma. Ach, verdammt. Ich meine, Spreading Miasma. Zu viele Miasmas da draußen. Spreading Miasma ist auch eine Band. Da spielt auch jemand von Bloodshop. Also auch aus dem Gießener Death-Metal-Bereich. Übrigens sehr viele Miasmas da draußen. Zu viele Miasmas. Übrigens, sehr gute Death-Metal-Szene in Hessen ist die Gießener Marburger-Szene. Kann ich sehr empfehlen. Ja, da kenne ich mich auch ein bisschen aus mit der Szene. Also von vor ungefähr 15 Jahren fand ich alle recht unsympathisch, die ich da kennengelernt habe. Oh, ich würde sagen, mittlerweile ist es nicht mehr so. Ja, wo wir wieder bei der anekdotischen Evidenz sind. Ja, ändert sich ja auch in 15 Jahren was, ne? Sollen sich die ein oder anderen Sachen geändert haben, ja. Genau. So, ich glaube, wir kommen aber ehrlich gesagt nicht mehr so hundertprozentig zu neuen Punkten dieses Mal. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich liebe Death Metal, auch wenn das jetzt hier vielleicht immer so negatives Rumgehate war. Aber mir ist es halt einfach wichtig als Fazit, bitte traut euch was. Lasst euch nicht abhalten davon, dass es zu viele Leute gibt, die immer wieder das Gleiche hören wollen. Macht euren Stiefel, versucht vielleicht auch nicht nur Death-Metal-Leute reinzuziehen, sondern auch aus anderen Genres. Ich glaube, Death-Metal war immer am besten, wenn es auch ein bisschen über den Tellerrand gegangen ist und auch Leute aus anderen Genres so ein bisschen anziehen konnte. Von daher, traut euch einfach was. Scheißegal, wenn Brutal Death Bernd von nebenan das Kacke findet, was ihr macht, zieht's einfach durch. Muss man vielleicht erstmal ein bisschen Scheiße fressen, aber auf lange Sicht lohnt es sich. Das glaube ich nämlich auch. Und die Szene ist groß genug dafür, dass es da einfach auch Exoten geben darf und muss und sie fehlen. Es fehlen die Exoten, es fehlen die Kratzer, die Beißer und die Bands, die nerven. Die Wadenbeißer, wie es so schön heißt. Ja, ist so. Wie gesagt, fehlen auch die Feindbilder. Schreibt es uns in die Kommentare. Wen soll der Death Metal hassen? Ja, sag doch mal, was ist denn so eine gehasste Death Metal Band? Oh, doch, vielleicht habe ich doch noch eine, wo ich auch schon... Bin gespannt. Mortification. Sagt mir gar nichts. Mortification ist also eine christliche australische Death Metal Band. Ja, christlich, da kommst du wieder. Ja, christlich ist natürlich immer so die Karte, die du ziehen kannst. Also, ne? Da kannst du, wenn du da mit einem T-Shirt ankommst, also es gibt, also musikalisch ist das teilweise top. Was die machen, ist top. Ich habe auch Platten von denen, das ist top Death Metal. Die Texte sind halt ein bisschen cheesy und es gibt viele, die sagen halt, christlicher Death Metal, das geht halt überhaupt nicht. Ja, würde ich mich auch zu hinreißen lassen zu der Aussage, aber reinhören würde ich jetzt trotzdem, seht ihr? Und es gibt sogar christlichen Black Metal an Black Metal, das finde ich auch witzig. Ja, natürlich gibt's das. Das ist so großartig. Inverted Cross. Ist geil. So, aber das ist jetzt auch mal, was findet ihr? Vielleicht habt ihr auch noch ein paar Bands, wo ihr sagt, die gehen gar nicht, das sollte man tun, nicht vermeiden, das sich auf die Kutte zu machen. Sonst kriegst du das Scorpions Bursum Treatment, wie damals in Lords of Chaos Film. Was ist denn das für ein Patch? Und danach wurden die Scorpions Patches so viele verkauft wie noch nie. Wahrscheinlich, ja. So, also ich muss sagen, die kann ich beide empfehlen. Das Hüttenbier müsst ihr ein bisschen mehr von trinken als einen Schluck, aber geht dann auch gut weg. Ja. Aber ist ein Bier, das würde mich nerven. Ja, und das soll Bier ja nicht tun. Nein, Bier soll nicht nerven. Heineken nervt nie. Heineken ist die Schulter, an der man sich ausholen kann. Auf jeden Fall. So, dann machen wir jetzt aber mal langsam den Deckel drauf, weil hier wird es auch mal wärmer, habe ich das Gefühl. Wie gesagt, schreibt in die Kommentare, was ihr so über Death Metal denkt, was ihr über die Szene denkt, was ihr über den deutschen Underground denkt. Ich bin gespannt, was ihr habt. Und wie gesagt, nicht zu böse sein. Ich liebe eigentlich den Underground und wir lieben auch beide Death Metal. Also hat ja auch Andi schon gesagt, das ist einer seiner Lieblingsgenres, ist Death Metal. Also von daher, es soll ja auf einer persönlichen Note enden. Wir würden diesen Podcast nicht machen, wenn wir nicht glauben würden, es gäbe Hoffnung. Das ist so. Wir haben ja schließlich nicht über Nu Metal geredet. Richtig. Richtig. Alles klar. Ich bedanke mich bei dir, Andi. Jo, klar. Immer wieder. Danke, danke. Und ihr lasst ein Abo da, wenn ihr es noch nicht getan habt, bei YouTube. Bewertet es auf Spotify. Ein Daumen nach oben freut uns auch. Und zeigt dieses Video eurem lokalen Totengräberkäfer. Ich warte. Ja. Google mal, interessante Tiere. Es wird immer abwegiger. So ist tot gehört. Hier, macht's gut. Wir lieben euch, wir sehen uns. Macht's gut, auf Wiedersehen.